Also einfach auf. Updated. Ich weiß, schwarz wild, Nature, ist so gewollt. Kubi, erzähl mal, wie geht es dir so? Mir geht's gut. Das war das Frauchen. Im Moment ist es auf der Arbeit. Moin, übrigens, Mocker von Pyro. Moin. Moin. Oh, ich muss was essen, ey. Ich mach dich mal minimal lauter. Mich? Ja, dich. Rede mal. Nein. Doch, man hört dich, glaube ich, genug. Gut. So, starte, oder was? Nein. Nee. Was? Nee. Lass mich zocken, Alter. Nee, willst du nicht? Ja, Mann. Voll Idiot, ey. Verpiss dich aus dem Teamspeak, ey. Alleine spielen. Ich spiele alleine halt. Weiß ich nicht. Ich mag viele Musikrichtungen. Speziell Reggae würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ist nicht schlecht, ne? Spielen. Ich hoffe, dass er das vernünftig jetzt auch capturen kann. Wenn ich sage das und dann hat das. Cryptic. Von den Helden, die Star Trek Online. Und wie heißt das andere? Champions Online gemacht haben. Jo, Klang Biotop. How's the Rhine? So, hier, wir sind ziemlich am Anfang noch. Level 6 bin ich. Taktischer Magier, natürlich. Netschei möchte einen Moccacino. Echt? Mhm. Moccacino. Kannst du ihm das anbieten? Ihm? Ja, ihm. Nein. Weiß nicht, Netschei, du bist auch ein Der, oder Netschei? Hey! Vorher kleine Inhalte, Vermögen ansammeln, Warteliste für Gruppe. Ja. Skirmish Level 8, A Priest of the Lurking God. Ereignis ist das. Was ist das überhaupt? Ich kenne das alles noch gar nicht so richtig. Wenn man mit mich eine Freundin, muss man eben mal eine Party-Einladung schicken? Ja, mach ich mal, warte mal. Was ist denn hier los? Unterreicher, Erkunder und so was alles. Was habe ich hier alles für komische Features erhalten? So, in die Gruppe einladen. Hab ich gemacht. Bist du da? Ja. Ah, du bist ein Der, okay. Bei ihr wäre das vermutlich anders. Wenn sie, vielleicht will sie ja einen Moccacino kosten. Mal darüber reden. Geh mal, du bist hier aber noch nicht in meiner Instanz irgendwie, kann das sein? Nee, dann geh doch mal in meine. Ich versuche mal, ob das jetzt funktioniert. Nee, ich kann noch niemals für deine Instanz wechseln. Ich muss noch eine Minute warten. Warten wir mal kurz einen Moment. Ich habe Nachrichten. Ja, im Aufessen, Alter. Eingang. Unterreicher Kunde. Aha, stimmt. Habe ich gekommen, bekommen. Willkommen bei Neverwinter. Was ist das denn hier? Neverwinter Willkommenspaket. Haha. Habe ich schon genommen, oder? Noch nie aufgemacht? Doch, eigentlich schon. Das Turmfeld, Herrschaftskampf, Spieler gegen Spieler. Die Level 4 muss ich sein, aber habe ich ja, bin ich ja schon. Und ich kann das nicht nehmen. Ich habe das bestimmt schon genommen. Danach kriegst du aber ein neues Paket. Im Inventar. Ja, weiß ich. Abenteuerbelohnung 2, Stufe 10. Mhm. So. 17 Sekunden. Ach so, muss man an der Poststelle abholen. Okay. Good to know. Natürlich geht es nicht, aber pass auf, ich habe eine gute Idee. Ich leave jetzt mal hier diesen Bereich, gehe zum Protectors Enclave oder Enclave und gehe wieder zurück. Dann müssen wir eigentlich, da wir in einer Party sind, in der gleichen Shard erscheinen, in der gleichen Instanz. Pussy Patrol heißt die eine. Oh, eine Scheide noch. Muss auch reingehen. Warte, was kann ich da hier oben drauf tun? Quest. Ja. Geil, schönes, geiles Brot vom Bäcker geholt, ey. Ja? Mhm. Da ist Mockermine! Mockermine! Yay! Okay, warum auch immer er so einen komischen Sprung macht? Guck dir mal das Springen an. Mal von vorne. Nee. Meiner macht so ein ganz komisches, das Bein nur ganz komisch hoch. Weil er sieht aus, als wenn er sich in der Luft auf den Stuhl setzen will. Oh, da steht gerade, er sagt gerade, du musst zum Postfach, um die Kiste zu halten. Würde ich empfehlen, dann bekommst du eine gute Waffe. Du hast das wahrscheinlich auch noch nicht erhalten. Klar. Beim Post? Bei der Post warst du? Abenteuerbelohnung 2 habe ich ja da im Backpack. Nee, das ist nicht das Richtige. Es gibt noch eins bei der Post. Komm her. Geh mal kurz zurück. Das ist in Protectors Enclave.
Ist die Post. Oh Mann, ich kann nicht mit einer Hand spielen. Wieso das denn? Wo ist die andere denn, Lutscher? An meinem Brot! Aha, Brot. Natürlich an deinem Brot, ne? An deinem Brot. Brot nennst du das also jetzt. Und vergelt. Da ist der Postbote. Go! Schuck. Wo hin? Zum Postboten. Wollen wir ein bisschen Abenteuer erleben gleich, wa? Würde ich sagen. Mach, das spielt keinen Spaß. Was? Wieso nicht? Das also, dass du mal wieder Scheiße laberst, meinst du? Ja, Rebella, viel Erfolg, viel Spaß, was auch immer du treiben magst. Was haben wir das denn hier? Hier ist ganz gut was los. Ich bin ein bisschen vorbeigelaufen, glaube ich. Irgendwo muss hier wahrscheinlich, hier, wo sie alle rumstehen. Jo, da ist der Postbote. Damien. Da, jetzt kann man den Gegenstand, auch nehmen. So, und jetzt haben wir die andere Kiste. Wenn ich die öffne, erhalte ich Farbstoff-Geschenkbox. Oh, Schriftrolle-Identifikation. Zweimal kleiner Partyknaller. Gute Waffe, genau. Ja, verarscht er uns. Verarscht er uns. Farbstoff-Geschenkbox. Öffnen. Flasche mit blauem Farbstoff. Oh mein Gott. Und eine weitere Kiste öffnen. Mit violettem und grünem Farbstoff. Oh mein Gott, wir sind so farbig. Voll, ne? Ich aus, was ist die für Müll hier. Wir wollen wieder zurück. Sortier erstmal hier jetzt. Wohin? Jo. Ja, wir zurück. Jo, jo, machen wir. Hier läuft das auch nicht so gut eigentlich hier in der komischen Stadt. Hier ist auch unglaublich viel los. Prost. Na, soll wohl natürlich Kaffee holen. Aber wo willst du überhaupt hin? Hier sind doch, du bist falsch. Ja, auch mein Pfeil hinterher. Achso. Gut, dann bist du vielleicht sogar richtig. Hier warten sie alle. Okay. Porte. So, jetzt mal eben einen Schluck trinken. Jo. Und Mokkamein ist hier. So, wir müssen jetzt Zähne einschlagen, Rebellen töten. Ja, ich muss auch noch das eine da erkunden. Ja, dann mach das doch mal. Ja, lass das eine gleich eben machen. Wenn wir dann wieder da sind, machen wir das andere Scheiße mal eben. Komm. Jojo. Ich hab das noch drauf hier. Programming-Modus anmachen. Pro-Modus? Ich glaube ja. Stirb! Da hat er geschossen für Bälle. Ich schieß Bälle die ganze Zeit. Weißt du, kennst du die nicht? Jetzt los, Alter. Ich hab gerade alles fertig. Jetzt krieg ich schon wieder eine WhatsApp. Bitte kriegen. Ja. Hast du ihn gerade einfach aus meinem Bild rausgehauen? Ja. Okay, habe ich verstanden. Den muss ich mir nochmal eben angucken hier. Guck das mal an. Guck. Habe ich angeguckt? Schön. Da sind noch Rebellen. Schon wieder. Es geht so schnell, dann krieg ich gar nicht mit richtig. Muss ich mir auch angucken, glaube ich, hier. Oh, nee, das ist Quest. Ach, Quest. Pass auf euch auf, Zoe. Mal, nehmt euch überfällt aus dem Winter der Nacht. Pass auf euch auf, Zoe. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Quest-Ziel für später dann noch. Wir müssen dann die Rebellen töten. Ja, den mach hier, Alter. Hab den Hexer mal eingefroren. Oh. Der einzige, der harten Schaden macht. Ja, okay, wir haben schon 10 von 12 Rebellen getötet, du auch? Warte, ich muss mir nachher, glaube ich, was angucken. Was ist denn hier oben los? Ja, hab ich angeguckt. Das ist Natur. Aber ich habe kein Naturernte-Kit. Ich muss da gleich mal im neuen Gepicke schreiben gerade. Jo. Der Typ von Gokart sich gemeldet hat. Ach so. Okay, warte mal kurz.
Rebellen töten abgeschlossen. Ach, dann müssen wir es hier abgeben bei der Alten. Okay, nee, willkommen zurück. Und Salvo auch. Salvo Kaffee, lecker, ne? Lecker Kaffee. Zähne einschlagen, abgeschlossen. Ach, nichts passiert, guck mal ein. Ihr habt den Nash schon ordentlich eingeheizt. Gerne wäre ich dabei gewesen, aber ich konnte das Verstecken nicht aus den Augen lassen. Wie es aussieht, wissen sie inzwischen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Level up, Stufe 7. Oh mein Gott. Der Krone so nah. Überfallen sie auf der Suche nach Karzo das Nasher-Versteck. Oh mein Gott. Die Nasher haben als Ablenkung ihr Versteck angezündet, aber ich habe Karzo nicht herauskommen sehen. Vielleicht erwischen wir ihn noch im Inneren. Ich werde euch auch begleiten. Karzow hat auf meinen Kopf einen Preis ausgesetzt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Oh, wir kriegen davon den Abenteuerrucksack. Der hat, fügt 18 Inventarplätze hinzu. Oh mein Gott. Da habe ich doch direkt mal angenommen. So. Oh, was gibt's Neues? Neue Kraft. Sorry. Die neue Kraft. Habe ich noch nicht verfügbar. 10 Punkten. Ich nicht. Meine Superschlag mache ich den. Kältebolzen. Mehr Schaden und mehr Betäubung. Kann ich zwei machen? Mach den nochmal. Den normalen Attack. Verfügbar bei 5 Punkten. Ich habe 5 Punkte schon investiert. Ich kann neue Kräfte lernen. Eisableiter. Was ist Eisableiter? Den hier, der ist immer gut. Ah, Verweisflache. Also leider gebrochen. Feine Entfernung. Was? Oh. Was ist das denn für ein? Oder verstrickende Gewalt. Ich hab's kurz erklärt, aber jetzt wegen Stapel kann man die Ehren nicht verbreiten. Ich möchte aber Eisableiter haben. So. Mit E. Jetzt kann ich mit E einen Skill machen, einen neuen. Eisableiter heißt der. Willst du mal sehen? Pass mal auf, da hinten, auf den Boss. Gesehen? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, er wollte einen Tornado starten. Was müssen wir jetzt hier machen? Ja, hast du da Quest alles gemacht? Warte. Hier rein müssen wir, guck. Ach, wir müssen direkt rein, okay. Sie kommt mit. Zum Nasher versteckt. Sie haben Post, müssen Post erhalten. Ich auch. Du auch? Collides! Oh, da ist er wieder weg. Zuschauer, das Game haben wir wieder mitspielen. Im Moment noch nicht. Wir wollen das gerne noch alleine entdecken. Post erhalten. Komisch. Was ist mit ihr? Nasher wissen, dass sie in der Falle sind. Die haben ja Feuer gelegt, um die Flucht zu verschleiern. Wir müssen uns beeilen. Auf geht's! Ziel los, die können wir uns heilen. So. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ah, aufpassen! Sie blockt. Das ist ein Dicker. Anhauen. Ich wollte viel zu doll mit meinem Schild schlagen. Mach den Nexer da hinten. Den rein. Boah, Alter. Und hier einen dicken AOE rausbürsten. Doch. Ja, wollte er wohl, wollte er wohl. Das war's. Ja, Silver Crow, sehr nice. Okay, lang geht's aber. Und einen Kaufvertrag. Hilfe! Was war das denn? Das sah richtig hart aus mit deinem Dolch. Das ist hart, das ist die Superattacke. Okay, okay. Ich weiß jetzt, was meine Attacke macht. Da kriegt er so einen Wirbelsturm in ihn rum. Voll. Ja, ja. Tag, Super Tag. Hey. Hier, gewiss, Geschichte schon. 10 Wissensinhalte. Hier stehen noch weitere Dinge. Ja, das Leben, okay. Da kann man die sich angucken. Und Bücher kann man hier auch finden. Ziemlich cool. Okay, er kriegt da AOE-Schaden. Hast du gesehen?
einfach mit meinem Ulti weggenascht, Alter. Ja gut, dein Ulti ist natürlich andere Hausnummer. Stirbt! Oh hier, ganz viel Zeug. Was ist hier denn? Alle verfallen lassen. Heiltrank. Ist der immer nicht? Gold? Ah, hier brauche ich Naturfähigkeit. Okay. Was ist los? Was? Gewölbekundefertigkeit, ja. Man kann sich diese Gegenstände auch kaufen, ne? Die sind relativ günstig auch. Man kann es auch suchen. Man kann es auch Wachen töten. Raufkarten auf, wir halten sie auf. Ich friere ihn da hinten rein. Oh, kritischer Schaden, Alter. 359. Ich friere ihn ein, ich friere ihn ein. Eingefroren, eingefroren, Mock. Kannst ihn sicher angreifen. Oh, das sieht nach einem Dagger aus. Echt? Oh, ja, schauen wir mal nach, was das ist. Klingelwaffe. Eine Klingel, willst du das auch haben? Natürlich. Dann passt er. Dann passt er. Mystical Album, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ist die Qualität in Ordnung, Jungs? 9. Hier ist die Kiste. 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 Antrag-Sack. Antrag-Sack. Den nehme ich doch dankend an. Oh, jetzt habe ich hier 8 Euro. Ah, jetzt habe ich hier eine zweite. Ah, cool. Haben wir hier ein zweites Inventar. Sehr, sehr wichtig. Very, very good. Okay, wir haben es geschafft. Erfolgreich. Sehr gut, Mock. Mock. So, Quest abgeben. K. Ah, Mock, man kann hier an einem Gefecht teilnehmen, ne? Oh, jetzt zwei neue. Verfügbare Warteliste. Gefecht Blackleg Terror, Gefecht Stufe 8. Ein Priester der Launen Gottes kann beschwört aus dem tiefen Blackleg unnatürliche Wesen. Wehren sie die Schrecken ab und töten sie den Priester. Mock, wollen wir das mal machen? Als Gruppe beitreten? Auf K, drum auf K und an die Warteliste. Das ist so ein Gefecht. Einfach nur so eine Mission. Ich trete mal als Gruppe bei. Sie befinden sich in der Warteliste. Okay. Das wird dann gleich schon kommen, wenn das irgendwann mal losgeht. Du was Cooles. Achso, hier, dann kann ich auch mit denen reden, wa? Abgeschlossen. Sehr gut. Und wir haben es abgeschlossen. Oh, 2. Der Fall Karzow. Wahrscheinlich müssen wir ihn jetzt auch töten. Oh, eine Sphäre. Ja, natürlich. Töten. Oh, ist die hart. Die ist richtig hart. Gruppenbreitet. Greifen Sie das Hauptquartier der Nerscher an, um Karzow zu besiegen und die Krone von Neverwinter zurückzuholen. Oh ja. Yeah. Verbrennen Sie Vorratskisten der Nerscher am See. Okay, wenn ihr euch ganz verstanden, bis ihr euch den Nerscher mit abklemmt, sollt ihr von mir halten. Ich weiß auch schon, wie ihr das anstellt. Den Nerscher am Nachschub fehlt, da wird jemand in den See geschwommen. Okay, okay. Wir müssen auf jeden Fall die Kisten verbrennen auch, ne? Nimm an jetzt! Oh, oh, Gefecht! Hast du angenommen? Ja. Okay. Okay, Mock. Ah, okay, cool. Kämpfen. Sie haben ein neues Lager entdeckt. So, wir reden mal mit ihm. Was müssen wir machen? Ein Ausgewählter von Garnandu greift mit seinen schleimigen Monster Blackleg an. Willst du uns helfen, abzuwehren? Okay, wie kann ich helfen? Helft Hasidir, uns zurückzuwerfen. Gelingt euch, den nur auszuschalten, provoziert der Ausgewählte und sich selbst in die Schlacht zu stürzen. Okay, das ist einer, der macht ein fürchterliches Ritual. Und wir müssen ein paar Untote, viele Untote töten, um zu gewinnen. Gut, kein Problem. Dann locken wir ihn damit an. Da sind sie. Wir haben sogar einen Heiler dabei. Oh, da sind immer ganz viele Untote kommen hier. Oh, die sind alle Level 8. Das ist schon, die machen schon Schaden an mir. Morg, pass auf, ne? Heil mich doch, Alter. Ich sehe jemand. Ich hab gerade Lag, glaube ich. Doch nicht. Und kommen wieder neue? Eingefroren. Ja. Zombies besiegen, abgeschlossen. Bereiten Sie auf den nächsten Angriff vor. Okay, Mock. Wir müssen jetzt sowas wie Wellen abhalten. Das ist ja cool. Okay, ich bin bereit. Ist bereit? Halten Sie. Okay, die hat geheilt.
Oh, da kommt ein ganz dicker hinten. Ich werde da gleich mein Ulti reinmachen. Koloss, ich friere ihn ein, wenn ich es hinkriege. Oh, oh, noch mehr von der Seite, von hinten auf unsere Heiler. Ja, Agro. Der Koloss ist wieder am Leben noch, okay. Ich drehe ihn ein. Bam! Verstärkung besiegen, abgeschlossen. Nice one. Okay, was müssen wir jetzt? Stand von Untoten bereinigen. Mock, wo bist du? Bitte. Oh meine Güte, Alter. Ich muss an meinem Rand gehen. Jo. Schon wieder so ein Dicker dabei, ey. Das wird immer schwerer hier. Okay, nice. Nice. Haben wir gut gemacht. Okay, jetzt kommt gleich die nächste Welle, glaube ich. Oh, da ist schon wieder so ein Dicker, da ist noch ein Koloss. Daneben! Bam! Reihen sich auf den nächsten Angriff vor. Oh, Video! Video! Chosen of Gaunadar. Gaunadar. Der Auserwählte ist da. Okay. Den Kleinen erst. Rudolf tankt. Ich mach die Kleinen. Okay, ein Gegner. Okay, lass ihn hier einfrieren. Okay, er hat einen Zombie-Koloss gespawnt. Den, da kümmere ich mich, ich friere ihn ein. Mocker, der ist hinter dir. Okay, okay. Ja, weiß ich. Ich will die nur noch nicht benutzen. Wow. Und ich kann sie auch nicht benutzen. Bam! Hey, Süße! Sag mal, geht's dir noch gut oder was? Geht's dir noch gut oder was? Ich bin's ja wohl, was? Chocolate Chips! Dankeschön, Mäuschen! Damn. Rockstar Energy, dankeschön, Mäuschen! Sag mal, was ist denn hier los jetzt? Damn. Wir haben hier von Kakao, dankeschön, Mäuschen! Hm? Dunkle Weiß wolltest du mit dem Ding machen. Das sieht doch lecker. Geh schon schlafen?
Bis dann. Der hält aber auch was aus, ne? Junge, 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 aber er fährt in der Sonnenschein. Rudolf ist fast gestorben. Der Dicke ist Problem. Er ist tot! Den meisten Schaden hat Mock ausgeteilt. Und ich war noch AFK, Alter. Und du warst auch noch AFK. Okay, was ist denn das für ein Gegenstand? Bedarf. Für Glaubenskleriker brauche ich nicht markieren. Einer Bedarf. Die meisten Niederlagen. Kupi? Nee. Null. Keiner ist gestorben. Der Sanitäter, Wiki, hat geheilt. 8400. Mocker, wieso hast du Bedarf gemacht? Bist du blöd? Weil ich eine Sau bin. Ja, du bist aber eine richtige Sau sogar. Der Schmerzbringer. Unbewegliches Objekt. Meist Schaden erlitten. Ja, das ist mal echt. Das ist mal echt ganz schön. Ah, hier, gewesen. Kiste. 2 Silber. 5 Kupferlinge. 2 Silber, 50 Kupfer. Oh. Hat viel erfüllt. Ja. Lohnung abholen abgeschlossen. Morgen, hier kann man jetzt wieder raus. Ja, lass mal cool, ne? Da, Blackleg Scharmützel verlassen. Weil war jetzt nicht so toll irgendwie, mir nicht so geflasht oder so. Ja, ich fand aber eine ganz coole Abwechslung mal. Gab auch Erfahrung. Wie so macht, ja. Du hast es sogar gekriegt, ne? Du dreckige Ratte. Hab ich? Ja. Oh! Hab ich wie schade, dass ich kein Glaubenskrieger bin. Glaubenskrieger bin. Was hab ich denn hier? Ich bin im Gürtel. Rüstungsdurchdringung. Teilung. Wie so macht, Weg ja. Hier, Alter. Na, aber. Obwohl, Rüstungsdurchdringung dann gar nicht. Ne, ich glaube, ich zieh den doch mal an. Ja. Wieso macht ihr so? Okay. Ja, was ist jetzt hier los? Jojo, Vorratskisten der Nährstoff verbrennen. Alright. Jo, Schnackers. Ich bin einfach viel zu mächtig. PvP, da kriegt man richtig Bauchkrämpfe. Wieso, Jerrica? Ein bisschen die Questline folgen. Wer ist denn Sir Wasted und warum ist er noch in unserer Gruppe? Ich kicke ihn jetzt. Hä? Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht raushauen. Wer ist denn das? Er ist sogar Gruppenleader, warte mal. Ich verlasse mal meine Gruppe. Ich lade dich mal neu ein. Geh auch mal so groß. Ja. Verlassen habe ich verlassen. Jo, hab dich invited. Habe ich angenommen. Okay, Roger. Ja, hier ist Quest. Hast du genommen? Hier. Nee, bei mir nicht. Das von mir wahrscheinlich nur. Verhüllter Mann. Mit ihm gesprochen. Auf Wiedersehen. Geht weiter. Bring keine Aufmerksamkeit auf mich, hat er gesagt. Ich bin halt hingeschlichen, weißt du? Ich bin halt. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Liebesquest. Klar, Mann, Alter. Nur Quests hier, Mann. Ach, viel Spaß am Level 30 gegen Schurken, bist ein 3-Hit. Ja, gut. Ist doch so. Wie gut, dass ich einen Schurken bin. Ja, kannst du dich ja beschützen. Dann. Nee. Wie ein anderes 3-Hit. Anderes 3-Hit. Muss ich hier rein? Hier liegt was. Hier nach Gold. Nee, du musst hier rein. Gewehrratten vernichten. Oh, was ist denn jetzt hier? Okay, den Tag. Oh, ist ein Mock, ist für mich der Talisman. Da steht sogar taktischer Magier, ne? Oh je, das ist Bedarf. Wie bitte? Du hast direkt Bedarf gedrückt. Und das andere ist für dich. Ja, dann habe ich auch genommen. Jo. Direkt Bedarf gedrückt. Ja, oh. Weil du einfach nur unglaublich gierig bist, wie ein Hund. Oh, 12 Kraft. Oh, habe ich schon. Anlegen plus. Das ist ein Unterschied. Achso. Oh, ein. Oh. Ich nehme den einfach. Geile Sache, Alter. Oh, Stufe 8 wollte ich nicht sein. Bist du überfasst? Verdammt, Scheißen, Dreck. So, ich muss hier rein, glaube ich. Oder habe ich das schon erfüllt?
Ich hab mich erfüllt. Okay. Wir müssen hier rein, langlaufen. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich die Türen checken oder was? Ich bin 28 und Mock ist, weiß ich nicht, 18, ne? Ja. Nein, Mock ist mein kleiner Bruder. Mock ist 25 geworden. Hier los. Oh, hier, was verbrennen muss ich. Nee, das hier. Muss ich. Achso, das hast du gemacht. Oh, okay. Da hab ich Feuer gemacht. Vorher noch mehr vor, was geht, den verbrenne ich jetzt. Eins habe ich schon. Okay, das wird auch bei beiden erfüllt dann. Das ist ganz cool. Oh. Mal kurz ein Lenk. Zwei habe ich jetzt. Kennen Sie den Kung-Fu-Driver? Die Ninjas. Den dicken. Drehen ein. Super Schlag. Bam. Super Schuss. Bam. Nicht schon was. Rollreste. Habe ich genommen. Rollreste. Wie hast du genommen, Alter? Mit Kraft. Meine, das war für mich. Nee. Ah, ich bin am Feuer. Feuer, ich mach Feuer. Sie erfüllt. Quest am Kloss, Stufe 8. Echt? Mhm. Mal Ruhe, Ruhe. Okay. Was gibt's Neues? Vollrüstung anlegen, Alter. Neue Kraft. Eisableiter. Was macht das denn auf Stufe 2? Verstehen Sie, die werden wir ständig aufgefrischt. So, Schaden plus 10%. Immerhin mal vom Magischen geschossen. Oh, 20 Punkte. Schaden plus 10%. Gewanderschlag? Okay. Oder mach ich? 9 Punkte habe ich schon investiert. Das kann ich bald. Schon das dritte Tier. Hauptquartier der Nescher müssen wir jetzt überfallen, Mock. Bist du bereit? Bist du bereit, das Hauptquartier der Nescher zu befallen? Ja. Einfach unbesiegbar, Mann. Ein Follower sehen das Error. Ich soll ja später auch noch den Entschuldigung mal auf den Screen. Restart, ihr Wichser! Wow. Ein super duper Laserstrahl. Hey, da liegt was Grünes. Oh, ist für mich. Wäre ist für mich. Bist du bescheuert? Da steht unten ein taktischer Magier. Hab ich schon gemacht. Du Verrückter. Brauch jemand unsere Hilfe? Oh, sie ist unglaublich viel besser. Ich nehme jetzt tödliche Wirkersphäre. Brauchst du Hilfe? Ja, da braucht jemand unsere Hilfe und ich habe ihm die gegeben. So, ich habe einen Leitfall. Komm mit. Hier lang. Noch 22 mehr Damage, denn. Oh, das war ein Crit. Ich habe auch einen Crit gemacht. Crit. So, where are you? Da vorne ist er. Das war Quest. Okay, Quest. Und verkaufen. Quest. Ein paar Sachen verkaufen muss ich auch. Verkaufen. Schlapp die mal ruhig. Ja. Gleich verkaufen. Die ganze Scheiße hier verkaufen. Ja, grün oder nicht grün, mir scheißegal. Geld nehme ich auch an. Hier wird gekämpft. Merkst du das? Nein, Mann. Alles schlechter hier. Gibt's hier noch einen Knopf für allen Müll verkaufen? Stimmt. Wir sind noch nicht einmal gestorben, kann das sein? Ach, sollen wir mal PvP gegeneinander machen, Alter. Oh, ich hab hier was bekommen, Alter. Hat da alleine Schaden! Steht bei mir sogar. Okay, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Quest angenommen. So, warte mal eben. Stupid man. Damn. Aber wenn ich unsichtbar machen kann, Alter. So, hier müssen wir. Hier, Quest. Was im Blackleg schlummert. Gefecht Blackleg Terror durch. Das haben wir doch schon gerade gemacht. Gestohlene Waren. Hazel und Hazels gestohlene Waren. Aber wir müssen doch hier irgendwie auch rein, langsam mal, oder? Gruppe. Gefecht Blackleg Terror abschließen. K. Ja, Blackleg Terror. Ich mach nochmal beitreten. Gleich mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Quest. Meine Robe habe ich mir pink gefärbt. Siehst du das?
Yo, Silvercrow, hast du rein? Bis dann. Hab ich pink gemacht, siehst du das? Was, wo? Meine Robe. Nice, sieht auf jeden Fall heftig stylisch männlich aus, Junge. Männlich, ne? Männlich. Komm mit, wir müssen hier unten lang. Skin, Alter. Hier müssen wir lang. Ding, Alter. Bass. Wir müssen hier lang, Alter. Hier rumheilen oder was? Hau mal ab hier. Lang denn, Alter? Guck mal. Nummer M. Da, gestohlene Waren. Gestohlene Waren. Da unten ist eine 8, was eine Augenblende 8 ist. Seeufer. Da müssen wir hin, okay. Ach, keine Ahnung, lauf vor. Man kann sich hier, das ist ja free to play, ne? Es gibt ja auch sowas wie Gründerpakete, ne? Dann gibt's das teuerste Paket, heißt Held des Nordens. Und kostet 180 Euro. Oder 89,99. Ach, hast schon gesehen, ne? Wolltest kaufen, ne? Haben wir schon gekauft, Mann. So, Mock, hier ist das, glaube ich, die Instanz schon. Hauptquartier der Nashers. Bist du bereit? Geld, Mann. Warum gefällt mir, Alter? Bist du bereit? Ah. Warte mal eben. Ich muss mal kurz den Happy Hippo reinhauen, den Mäuschen mitgebracht hat. Der sieht auf jeden Fall lecker aus. So was kriege ich nicht. Das ist der einzige Vorteil, wenn man eine Freundin hat. Die bringt die gelegentlich auch mal Heavy Bimbo. Sonst hat es nur Nachteile. Neun sind die mal, Alter. Level 9, Alter. Also die harten. Das met mir. AOE, was du da machst. Ja, weiß ich, so ein AOE, Wirbelsturm. Boah, da haben wir Ring eingegeben gerade. Ja, aber auch. Oh. Glaubensferika, beide Gear. Hey! Oh, da haben mich noch erwischt, der Hund. Du tauberst hier nicht. Glaubenskleriker? Oh, nie unser Lord. Oh, was ist denn das? Glaubenskleriker. Achso, ja, ich hab Gier. Oh, hier noch was. Behandelte Gamaschen. Steckt Raum hier. Warte mal kurz, muss ich mal kurz erkunden hier. Ob wir irgendwas ich hier bin doch schon dabei hier am Erkunden. Ja, du und Erkunden, du erzählst doch hier Kiste. Nur. Kiste? Kiste, ja. Hier. Und hier ist Arcana. Noch ein Buch. Habe ich schon hier, Mann. Ich war aber schon ausgerollt. Oh, Arcana-Kiste, nice. Pass auf, guck, ich place ihn hier. Hier geplaced, Mann. Okay, sehr gut, sehr gut. Very important. Oh, hier ist ein unidentifizierter Gegenstand drin für Glaubenskleriker. Hier kommen wir noch hier. Hier, Mann, Alter. Hier. Oh, hier, danke. Hast du ihn aktiviert, Mann, oder hast du ihn hier hingeplaced? Geplaced. Okay, sehr gut. Das ist unser Heal-Raum. Merk dir das. Heal-Raum. Hast du markiert? Hab ich markiert. Okay. Hier oben. Müssen wir hier überhaupt lang? Oder nein. Ist was? Da ist was da hinten. Ich hin. Idiot. Ich hol das. Wehe. Ah! Verdammt! Ja, was anderes. Was ist das da oben? Ah, oh, verdammt, es gibt ja auch noch so eine Jump'n'Run-Szene. Cool, aber finde ich gut. Scheiße. Rebella ist back! Willkommen zurück. Strahlmechanismus auslösen. Gewölbekunde. Verdammte Scheiße. Hab ich gemacht! Hier. Ich öffne den Sack. Haha! Oh. Eisenplatten, Eisenerz, einfaches Leder. Alles meins. So, jetzt zeige ich den Zaubertrick gerade auf. Okay. Ah! Wie hast du das denn rausgefunden? Oh Mann. Heftig hier, voll heftig, die physikalische Berechnung hier. Oben geht's nicht. Klar geht's nach oben. Nein. Oben geht's nicht. Aus dem Weg mit euch!
Was wollt ihr hier für Unfug treiben? Kann eine Übungsfigur nicht üben. Och, hat er seinen Superschlag einfach gemacht, dann war er down. Hier ist das Hauptquartier mal. Okay, warte. Realisiert. Okay, Verstecker ist down. Du hast ihn auch dann down. Oh, Hexer. Aber dann AOE-Scheiß brauchst du hier gar nicht anfangen zu zaubern, Kollege. Gibt es sogar Physiksberechnungen, Mock? Physiks? Yeah, guck mal, yeah, Physiks. Physiks, also das Beste, glaube ich, also muss das Beste sein. Gibt ja mehrere. Havoc gibt's auch noch. Havoc Engine, Alter, Havoc. Das ist ganz geil, das Game. Gut gemacht, ey. Waren sehr viele Dungeons, ne? Oh, in Warteliste. Achso. Okay, wir sind auch wieder in der Warteliste, Mann. Okay, haben keine Ahnung. 360 Schaden, Alter. Mal AOE auf den Hexer hinten. Zusätzlich kriegt er einen Stun. Zusätzlich sind dann alle. Also alle anderen angelaufen. Sehr, sehr gut. Aber der AOE war nicht schlecht, Alter. Er hat, glaube ich, 2-3 Leute weggerissen. Teilweise so dolle Crits, Alter. Ja, so Crit-Schurke. Warte mal hinten hier. Guck mal, Crit-Schurke. Mhm. Eisenerz. Ein einfacher Pelz. Ich habe nämlich ein Naturpaket mitgenommen. Yeah. Crafting soll ich auch ganz gut sein. Oh, Mock, wollen wir beitreten? Ah, weiß ich nicht. Das ist Teil unserer Quest. Das bringen wir? Ja. Teil der Quest, ehrlich? Ja, lass machen, komm. Ich nehm an. Nimm auch an. Weitergehen. Ja, mach jetzt schnell. Shift an 1. Hast du? Hab ich schon mal. Okay. Ah, jetzt haben die an. Nee, was ist denn jetzt los? Oh, mein Steam will mich schon wieder unglaublich stark nerven. Video. Die töten wir noch gut. Karzorf. Sieht aus wie. Zangief. Töten wir noch. Ja, hinkriegen. Komm. Nee, geht los. Nein! Vielleicht starten wir doch gleich wieder genau hier wahrscheinlich. Okay, Mock, wir können uns wieder heilen. Wieder diese Quest? Ja, aber diesmal haben wir auch eine Quest dafür, das zu machen. Keine Sorge, wir werden uns darum kümmern. Dann werde ich ab. Wir haben. Haben wir einen Heiler dabei? Ich glaube ja. Das ist Shingles. Ja. Oh, Bedarf. Nee, sag mal. Nee, ernsthaft. Das kann ich nehmen. Ich konnte es nehmen. So, ich auch. Mock hat schon wieder gewonnen. Du bist ein unglaublicher Lacker. Kann das sein, dass du ein unglaublicher Lacker bist? Zum Ziel geschlossen. Die nächsten kommen! Der Degel kommt auch. Das wurde gestunt von mir. Okay, AOE, dort. Mocker, wir besiegen ihn zusammen.
Zombie-Koloss. Okay, sehr gut. Was haben wir hier denn? Für zwei Hand brauche ich nicht. Gier. Diesmal kommen mir aber ganz schön viele komische verschiedene Sachen. Oh, Superstrahl. Dieser Dracoon ist ja schon wieder dabei. 500er gefressen, Alter. Hm? Wir haben direkt eben 500er gefressen, Alter. Oh, Leute, Mann, Alter. Dann wieder da. Video. Mock, hier ist ein panikender Dolch. Hab ich genommen. So, gleich kommen die Ads. Oh Mann, Alter. Hallo? Ja. Mach den Koloss ein bisschen. Keine Ahnung, wie wir da. Wenn das liegt. Oh, die meisten Schaden hat Gummi gemacht. Nee. Die meisten Niederlagen. Oh, was haben wir denn hier? Gürtel. Pegal, pass mal auf, wer den meisten Schaden gemacht hat, Junge. Der Sanitäter, der Henker. Schmerzbringer, Mocker. Aber ich ganz knapp dahinter, ganz knapp dahinter. Guck mal, wie viel mehr vor allen Dingen. Mehr als die anderen? Ja, klar, viel, viel mehr als die anderen. Okay. Control, Mann. So. Hey, hier ist noch ein Fass, das kann man benutzen. Warte mal. Der ist weggegangen. Oh, so, da kann man Feuer an das machen. So, jetzt sind wir wieder draußen, vor der Instanz. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Oh, was? Lass mal eben Gruppe verlassen wieder. Achso, ja. Beide dich. Beide dich. Ich bin der Gruppenanführer, Mann. Spinner. Okay. Folgt mir. Ja, Rebella, manchmal hat man echt das Pech, dass man auf einem komischen Twitch-Server landet. Also ich habe keine Drop-Frames, kein gar nichts. Warte mal, Mock, ich muss mal gucken, ob ich irgendwas gefunden habe, was für mich interessant wäre. Mock, ich habe einen Dolch für dich. Peinigender Dolch. Was gefunden hier? Was haben wir denn hier? Mock, wo bist du denn? Da hinten. Hier. Ich gebe dir mal einen Dolch, den kannst du bestimmt brauchen. Oh. Du musst den manuell auf deine zweite Dings packen, auf deine zweite Hand, weißt du? Da ist er. So, und zweite Hand. Ja, dann du hast noch zwei Dolche. Ja, na und? Es gibt aber für jede Sorte einen Dolch. Nee. Doch. Du kannst auf deine zweite Hand packen. Nein. Das ist nicht richtig.
ein Idiot. Hat dir schon mal jemand gesagt? Warum hast du über so ein Backenbart? Weil das cool aussieht. Ach so. In Mode. Oh, der Typ, der den ruft bei der Arbeit, ruft immer an, Alter. Der von der Arbeit? Ja. Probleme. Los, Deckung, ich nehm Deckung. Sphäre. Warte mal. Oh, die ist viel. Nur ein bisschen mehr weniger. Ist schlecht. Und da geht er. Der Steiger ist gleich down. Jetzt. Wieder einer hinten. Hexer oder was? Frieden ein. Und da ist er weg. Doi. Snoopy! Herzlich willkommen, Snoopy! Bist du? Jo, ich mach hier jetzt einmal das hier. Oh. Das bringt gute Materialien, glaube ich, fürs Craften ist das. Oh! Oh, der Rüstungsdreck. Schon wieder, ich find hier nur komische Talismane. Identifizieren. Und er bringt, 15 Rüstungsdurchdringung. Aber ich meine, es macht plus 5 Lebensentzug. Es wird aber empfohlen. Lebensentzug ist aber nicht schlecht, muss ich sagen. Kann ich das benutzen? Nein, Gewölbekunde erforderlich. Aha! Junge, verschwinde hier! Hey! Mock! Oh! Ich hasse dich. Was war das denn? Ich habe es da oben aktiviert. Lecker, schmeckt. Du nimmst mir das einfach weg. Oh, und bam. 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 Ich hasse dich. Richtig doll sogar. Weil du einfach nur unglaublich agierst. Ja, lauf ruhig an den Kumpels rein. Anscheinend schön AOE-Damage. Ah, das steigert automatisch den Einfrierzeug, solange das drauf ist. Alter, hier, guck mal. Ey, kein Gang. Oh, Kiste. Oh, nice, nice, gut gefunden, Mock. Gut Feind. Klammern, Alter. Klammern, Alter. Jo, ist ganz geil eigentlich, Snoopy. Salvo. Sorry, habe ich nicht richtig gesehen. Oh, unidentifizierte Kugel. Die ist immer gut. Identifizieren. Und für Stufe 10. Plus 10 Damage, plus 50 Kraft. Boah, Stufe 10. Kennst du da? Lass meinen Bruder in Ruhe. Wollt ihr mal sterben oder was? Da hat er durchgekriegt. Was habe ich da denn gefunden? Durchdringendes Amulett. Das ist nicht mal. Boah, ich habe einen tödlichen Ring gefunden. Geil, Alter. Plus 18 kritischer Treffer. Nice. Geiles Ding, Alter. Sag mal, was das hier gleich knackselt, Alter. Rüstungsdurchdringung. Ein tragbarer Altar lag hier auch. Warte mal kurz, bitte. Wir müssen hier weitermachen. Erhöht den Anteil der Schadensresistenz, die beim Angreifen eines Feindes ignoriert wird. Was ist das denn da? Stärker zu sein. Trefferpunkte, achso. Stärker zu sein. Practice. White Coke. Okay. So. Und den dicken mal aufs Restbesteck hauen gleich mal eben. Ja, alles klar, White Coke. Wir werden alle sterben. Oh, ich mag das. Dodged. Nicht klug, den Schurken hinter einem zu. Oh, was haben wir da jetzt schon wieder? Für Stufe 10, für alle.
Ja, bitte einfach nur, das siehst da. Du, ob du das nehmen kannst oder nicht. Ich habe gewonnen! Verdammte Scheiße. Dreckskacke. Ich kann aber nicht identifizieren. Keine Identifizierungsschriftrollen mehr. Ja. Brauche ich eine Rolle mit als Deckung hier. Dann haben die es kaputt gegangen. Ah, Idiot. Hey, da ist was in der Ecke. Da ist was in der Ecke, das ist Diebesgrund, das Spiel. Verdammt. Dann lass ich mal klauen. Oh. Dodged. Und dann geht er auch der auch. Ich mach so dolle Single-Target-Damage, ne? Ja, das stimmt. Das ist halt hart. Video. Video. Nee, bei mir habe ich kein Video. Jetzt Video. Jetzt. Zangief. Pass auf. Kasmosui, herzlich willkommen, herzlich willkommen. So, guck. Hey, da ist er links was, warte mal. Für Altar. Das ist klug, Mann. Ach, Religionspaket, okay. Mein Paket hat sich verpickt. Ich bin angelockt, auf der Weg. Macht schön AOE auf seinen Kumpels. Ulti. Ulti. Bam. Mein Ulti ist ein bisschen heftiger, muss ich sagen. Er macht weg da. Ich drehe ihn ein. Er macht Wirbelwind. Er ist Barbar. Ganz schön. Der ganz schön dolle Schaden von dem gerade. Oh yeah. Held von Black Lake. Neuer Titel. Yeah. Hat er was verloren? Ja. Hier oben Häuser. Ah, da ist die Kiste. Nice. Dead Rabbits 1. Herzlich willkommen. Verschwörung gegen die Krone. Die Krone von Neverwinter haben wir zurück. Da klinge. Sphäre der Ablenkung. Oh mein Gott! 119 plus 4 Damage plus 31 Kraft. Warte mal. 9? Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich hab die Krone. Aber auch Stufe 9. Ich bin fast 9. Hälfte. Ja, yeah, das brauche ich nicht. Die Waffe brauche ich nicht. Brauche ich. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Die ist auf jeden Fall. Warte mal, oder die peinigende Wirkersphäre. Die ist doch viel besser. Plus 2 sogar. Sphäre der Ablenkung. Plus 4, plus 31 Kraft. Die ist auf jeden Fall besser. Der Abraum, Mann. 10 Damage, 20, 50 Kraft. Minus 13 kritischer Treffer. Okay, Mock. Gut erfüllt hier. Instanz. Pro-Gaming. Aber gut gemacht, Mock. Aber gut gemacht. Lief gut. Okay. Sehr gut. Was jetzt? Leuchtstrahl. Jo. Ja. Du bist da. Kommt viel heftiger Abenteuer erleben. Da ist einer auf dem Pferd. Achso, das ist ein Spieler. Held von Neverwinter. Voll, Alter. Fühlt er sich cool. Hey! Das Ed! Der Held von Neverwinter hat einfach geschossen. So eine Alchemiewaffe. Hätte ich geheilt. Töten hier die Gegner. Komm mal hinten. Mal hinten. Ach, ist ein Dicker. Verstrecker. Den nehme ich. Schön AOE. Krass. Ging relativ schnell. Und von Hinterhalt. Da kam noch Zauberer. Laut meinen Bruder. Okay, wir haben sie besiegt. Wir haben sie alle besiegt, Mock. Und der hat uns geheilt hier schon wieder. Ah, das kann doch nicht. Komm, hier, nächste Instanz, Alter. Nächste Indie, Alter. Ja, geht schon weiter, oder? Nee, nächster Stadtteil, oder nicht? Oh, nee, da will ich nicht hin. Black Lake Viertel. Da sind wir doch schon, Mann. Hätten wir nochmal drauf gedrückt. Nee, okay, dann müssen wir dahin noch nicht hin. Wie erfüllt. Der Fall für Karzow, ja. Wir machen erstmal die anderen Sachen, ne? Gestohlene Waren und sowas hier in diesem Gebiet. Ja. Alright. Okay, hey. Kann man noch sagen, welchen man gerne verfolgen möchte? Stimmt irgendwie, warte mal. Okay, ich weiß nicht wie.
Die Gegner werden langsam, aber sicher ein bisschen härter, ne? Was? Ah, hier finde ich die gestohlenen Alchemiewaren. Ja, die müssen wir aber nicht töten von den Leuten hier. Jojo, ich habe schon zwei. Ja, wenn du alle weg. Zwei habe ich schon. Zwei? Ja, zwei. Ich bin doch so kaputt, Alter. Ah, wir laufen aber richtig, wir laufen richtig. Oh. Da in diesem Gebiet. Was ist das denn hier? So eine Chemiewaffe. Ah. Schmeißt du mit Messern oder was? Ich bin Messer geschmissen. Hey Junge, ich bin hier der Deckermann, Alter. Bist du hier, Alter? Wie lang? Hier ist noch ein Typ. Hey, das sind härtere Typen. Hier ist auch ein Vollstrecker. Aber Ruhe, Ruhe. Ich hab mal ganz schön Alchemiewaren. Stunde Alchemiewaren bei mir auch hier. Ich hab 4 von 5. Ich muss jetzt los. Was hast du gesagt? Ich muss dann jetzt auch los. Wohin? Lass Quest abgeben, Mann. Lass Quest abgeben. Da vorne, warte. Okay, ich hab's auch. Gut, dann lass mich hier weiter, komm. Hier durch den Tunnel. Tunnel, Mann. Ja. Oh, vorne. Hier geht's auch noch lang. Ich kann erstmal meinen Quest mal eben an meinem Brückenkollegen. Ja, ich gebe hier vorne ab. Cool. Alchemist Hazel. Ah, das waren die gestohlenen Alchemiewaren. Aber wir haben beide, was im Black Lake schlummert, haben wir auch erfüllt. Das war dieses Instanz-Ding gerade. Und gestohlene Waren. Abgeschlossen. Und es gibt Probeschlamm, eine Folgequest. Sammeln Sie neue Schlammproben für Hazel. Ich wollte noch retten, was ging, aber am Ende werde ich neue Proben für verschiedene Schlamm haben. Okay. Wie viel hast du schon gemacht hier? Ja. Was verticken, komm. Was verticken hier, Mann? Ach so. Wo? Ach so, ja. Ja, wo wohl? Ja, ich auch. Krone von Neverwinter verticke ich auch. Was? Ich verticke die Krone von Neverwinter. Hast du vertickt? Nein, kann man nicht. Nee, ist eigentlich scheiße. 119 Kraft, die machen wir 38 dazu. Okay, das muss ich noch identifizieren. Wollt ihr auch irgendwas kaufen bei der Home hier? Kann man da Identifizierungsschriftrollen oder sowas kaufen? Magische Waren. Aber man kann man hier auch mal einen Gefährten kriegen? Ja, kann man. Mit 13, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen. Was kann man alle 13 rauslassen? Und sagen, vernichtet sie! Man kann hier nicht. Doch magische Waren. Was ist das denn? Oh, das kostet. Was kostet das? Ja, was das wohl kostet. Jede Währung, die man so im Spiel nicht kennt, ist eine Währung, die man für ein echtes Geld kauft. Achso, oder auch Euro hinschreiben. Ah, nee, Astraldiamanten. Astraldiamanten kann man so. Findet man so bei besonderen Quests und sowas. Komm, in Abenteuerleben, Mann. Abenteuerleben. Zeit. Oh. Hier rechts um die Corner Schlammproben nehmen. Wir laufen einfach immer den Pfeil nach. Ich hab schon wieder eine Quest. Oh. Hast du genommen, Jo, das genommen? Hier rein. Okay. Ich folge dir unauffällig. Guck mal, Mock. Looking for people to do cards of group quest. Und die ohne Probleme haben wir gemacht. Oh. Schlammprobe genommen? Schlammprobe genommen. Da ist der neue Lederstrahl. Hier lang. Okay. Weil der Schlammprobe dort wird verteidigt. Jo. Ja, ich krieg da auch hier einen Hexer. Zu spät reagiert. Ganz geil, dass man immer so reagieren muss auch. Wenn man nicht so geschadet wird.
Oh, ich tauche hier. Okay, haben wir abgeschlossen. Wollen wir eben abgeben, oder? Ist ganz geil, Snoopy, auf jeden Fall. Also kann man sich gut, kann gut zocken. Und free to play, ja, ne? Also da, von daher auf jeden Fall mal ausprobieren. Probeschlamm. Abgeschlossen. Sag ich mal nicht, auf welchem Server wir sind. Level up. Na echt? Ich noch nicht. Neues U. Ach, kann ich das jetzt nehmen? Ich hab irgendwie meine O, I, U, Z. Z ist Zen-Markt. Ach, das kann man mit Z, mit allen Leuten drücken von Z offensichtlich nicht. T ist automatische Rennen. Ich habe hier irgendwie eine komische Angelegenheit hier. Questprotokoll. Kräfte kaufen. Immer anzeigen. Questpfad. Anzeigen. Stufe 5. Ja, das habe ich irgendwie nicht erfüllt. Erfüllen können. Kräftefenster mit P. Ja. Aufgeben. Ja. Okay, sehr gut. Jetzt ist das wenigstens weg. Das nervt mich schon, seit ich das habe. Was denn? Vernünftig erfüllt werden konnte. Das habe ich nämlich schon 100 erfüllt, glaube ich. Nein, aber mindestens 8-mal. Und irgendwie geht das nicht weiter. Ruhe in Ruhe, du Scharfschütze! Droppen wir ganz gut Gold, ne? Ein Ding, Kuh. Ich sagte, die droppen ganz gut Gold. Ich zocke den taktischen Magier. Nee, bei mir ist hier lang. Boah, der hat den Crit verpasst. Und ist ein Aufrührer. Hier machen wir. Was ist das denn hier? Warte mal. Warte, was machst du da? Was machst du da für Unfug? Todesrattenbeteiligung platzieren. Ach so. War ein Quest. Nee, hab ich nicht. Das war auch mein Schurkenquest. Lass uns eben abgeben, komm. Mhm. Ja, da kommt bestimmt auch Magierquest. Da helfe ich dir dann auch. Mhm. Ich glaube eher nicht. Stimmt, das haben sie nur. Das Spiel ist ganz schön schurkenfreundlich, muss ich sagen. Du bist schon Level 9, ich bin Level 8 erst. Das ist schon wieder Balken voll, Junge. Weg von mir. Ich kann auch nichts dafür, wenn der nicht mit dir reden will. Fertig. So. Hier lang geht's. Nee, hier lang geht's. Bist du wahnsinnig? Bist du blöd? Warum? Da ist doch ein Leuchtpfeil. Ja, hier bei mir ist der Leuchtpfeil hier lang. Okay. Und ja, da sieht gut aus. Ja, hier lang. Man hat bringt Monster auch Erfahrung? Ja. So klar ist das nicht. Du haust mich nicht. Ja, stimmt, die bringt tatsächlich Erfahrung. Sehe ich aber nirgendwo angezeigt. Auch du vor, ich habe hier keinen Leuchtstrahl. Mein Leuchtstrahl will mich immer nach hinten führen. Ach doch, da, Belohnungsmeldung kleine, 3 EP. Okay, ich will noch ein bisschen töten und dann. Das macht richtig Schaden. Ja, das ist okay. Halt der Vorteil. Ich habe halt kein AOE, ne? Ja, so aber ich schon. Das muss ich sagen, das macht richtig. Oh, was hier denn? Oh, für Arcana, cool. Voll versteckt. Oh, ein Arcana-Kristall, was ist das denn? Diese Ressource wird für allgemeine Handwerksaufgaben eingesetzt. Kann bei Fertigkeitstests und in Berufsverstärkungspaketen benutzt gefunden werden. Kristall wird fokussieren, weil ich dann in Kettenschmieden, Lederarbeit, Plattenschmieden, Schneidern. Oh, ich bin aufgestiegen. Was gibt's Neues? Neue Kräfte. Mhm. Ich werde auf jeden Fall dieses Eisableiter einmal aufrüsten. Das macht dann nochmal 10% mehr Schaden. Das gefällt mir. So, jetzt habe ich auch 10 Punkte verteilt. Als nächstes kann ich dann eine Zaubermeisterschaft. Boah. Eine zusätzliche Begegnung auf einen Tabblatt zu ziehen. Ah, ja, diese Unsichtbarkeit, das heißt jeder nächste Schaden. Keine Singularität. Kritisch. Mächtige Singularität, die alle Feinde in uns Kreis einsaugt. Kommt hinten nach Wirken. Oh, das klingt ja mal gar nicht so bad. So, wo geh vor jetzt? Ja, ich geh vor. Tja. Diese Rolle. Mit deinem Rumteleportieren hier ständig. Ja,
kann ich wieder Dollar rumteleportieren, kann ich jetzt schon. Bei dem anderen Dungeons & Dragons Online gaben Monster nämlich keine Erfahrung. Da gab es das nur, aber da war das noch sehr, sehr, sehr viel Wert auf Quests und sowas wurde da gelegt. Also extrem Quests, nur Quests. Im Sinne von, also richtig auch gut erzählte Quests zum Teil. Aber es ist halt mittlerweile echt krass. Hier müssen wir raus, oder was? Mhm. Müssen wir zu Protectors Enklave unten. Nee, wir müssen auch zu Brandy. Bei mir steht zu Protectors Enklave, steht rechts am Rand. Wir haben doch noch da hinten auch noch Quests abzugeben. So, Krone zum Feldwebel Nox bringen. Das müssen wir jetzt, ja. Kann sein. Machen wir gleich. Ich habe keine Quests mehr abzugeben gehabt. Ich habe Krone, dann habe ich zu Brandy Quickstep zurückkehren. Nee, das hatte ich gar nicht bei mir. Ja, das war ja auch mein anderes Schurkenquest. Ja. So, gleich sind wir da hier. Dann nochmal eben abgeben, ne? Nimmst ja nichts. Jojo, musst du wohl, ne? Ja, muss ich die Erfahrung eintüten, muss ich wohl. Ich hasse dich. So, ich will doch mal wieder ein bisschen mehr Quests lesen, ne? Lies doch, was du willst. Ja, aber du willst immer gleich hier rennen, vor. Endgegner, Endgegner, ich warte noch zwei Räume zurück. Klops, hier ist Klops, Mann. Hier ist Klops. Überlesen kannst du, oder? Hey, wie Nox. Oh. 520 Erfahrung ausgezeichnet. Die Krone nehmen wir sicher. Rebellion in der Scheiße schmettert. Die vielen Aufrufe von Cards auf Geretica verschafft. Ich wusste, ihr seid gut. Aber dieser Fall, ich bin sehr beeindruckt. Ja. Bin froh, dass ich es nicht getan habe. Aha, Probleme im Turmviertel. Oh. Treffen sich mit Feldwebel Creeper im gefallenen Turm im Turmviertel. Das Turmviertel ist in Aufruhr. Die Orks vom viel Pfeile stammen haben weite Teile unter ihre Kontrolle gebracht. Und die Neverwinter Wache braucht dort dringend Verstärkung. Eure Erfolge in Schwarzsee sind die beste Empfehlung für diese Aufgabe. Ausgezeichnet. Macht euch gleich auf den Weg zu Feldwebel Creed. Er ist bei der Taverne zum gefallenen Turm mit Turmviertel und wird euch in die Lage einweisen. So, ich gehe jetzt mal in meinen Quest abgeben, ne? Und Nestei. Nestei. Oh, da krieg ich mir eine Aasfresser-Sphäre. Ja, weil alarmierende Berichte. Holen Sie Grace Ratums Schmuck. Rathburns. Marktplatz der Sieben Sonnen. Kobolde treiben Sie in der Stadt herum. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie sich in der Enklave festsetzen, sonst werden Sie nie wieder los. Kobold haben den Stand von Grace Rathburn am helllichten Tag ausgeraubt. Für ihre Flucht haben sie ein kleines Organisationsgitter benutzt. Verfolgt bitte die Kobold und bringt uns den Schmuck von Grace zurück. Okay, Mock. Hast du die beiden Quests angenommen? Ja, ich gebe klar ab. Mhm. Und Gildenregistrator. Mock. Neue Gilde. Gründer einer Gilde müssen eine vollständige Spielergruppe haben, die nicht bereits in einer Gilde auf derselben Karte ist. Also kann jetzt rummitgehen und gehen Okay, na, muss offensichtlich eine volle Gruppe haben. Okay. Play Games, ich will Play Games gründen hier. Was ist das denn hier? Ja. Ein Ausspähungsstein. Das, ah, kann man sehen, die Halle der Gerechtigkeit. Das ist ja cool. Trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre bei. So. Eins ist, gehen Sie zu den Kobold. Okay, okay, ich warte dann bei dem Eingang zu den Kobold-Kanalisationen, ne? Ja, ich muss eben noch. Ja, ich. Achso. Ja, ich muss eben nur kurz den Folgequest gehabt. Komm mit. Wie komm mit? Nee, du machst das alleine. Komm hierher jetzt. Ja, gut. Ja, alleine machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist alles deine Diebesquest, da kommt bestimmt sowieso nicht mit rein dann. Ich warte bei den Kobold-Eingang. Hast du beide Quests angenommen, ja, ne? Ja, klar. Okay, okay. Ich guck mir gleich mal ein bisschen die Titel an, sowas, was man alles machen kann. Ja. Ah, hier kann man nochmal was verkaufen. Verbrauchsgüterhändler. Aha. Verkaufe ich mal. Hier? War nicht nix. Dass man hier keine Identifizierungsrollen kaufen kann, das ist ein bisschen kacke, wenn ich gesagt habe. So, mal sortieren hier. Oh, okay. Okay, ich bin schon gewundert. So, 10. Das dauert nicht lange. Rüstungsklasse 12 habe ich. Mhm.
Attributverlauf anzeigen. Okay, ist noch nichts geändert. Aber Level 10 kriegt man den ersten Attributpunkt. In die ersten beiden, die man verteilen kann. Schon ganz cool. Utility, EP-Bonus und sowas habe ich alles nicht. Satore! Ja, sehr gut. Ist auch ein geiles Game, auf jeden Fall. Also hätte ich nicht gedacht. Teleportieren, Shift, okay. Elfische Genauigkeit, Wahrscheinlichkeit, Zufallsschritt. Arcana habe ich, Arcana Meisterschaft, Kälte. Als nächstes kommt dann Arcana Singularität. Schafft ein mächtiger Singularität, der alle Feinde beim Umkreis einsaugt. Was ist das? Nashor Töter Level 2, 250 Nashor töten. Was macht das denn? Pfade anzeigen. Oh, es gibt auch Zaubersturm-Magier-Pfad hier. Weitere Formen. So eine, ja. Zaubersturm-Magier. Stufe 35 Sturmsäule. Da kriegen wir richtig harte Sachen für. Talente. Boah. Krasser Shit. Unterdrücker. Vorbildbaum anzeigen. Boah. Dann gibt's Traumaturge. Das ist eher so Sturmmagie und so. Ah, okay. Vorbildbaum Abtrünniger. Kritische Kraft. So, Ziel erfüllt. Ich lauf zurück. Ja, nice. Gefährten. Gefährten kriegt man auch um die, ich glaube, Level 13 oder so. Ich habe ich immer irgendwo gelesen. Was? Quest. Pferd? Nee, Gefährten. Dann sollten wir uns aber abstimmen, dass einer einen Heiler nimmt und einer einen Tank. Weißt du, dann haben wir eine komplette geile, vernünftige Gruppe fast. Damit wir uns, wir sind ja beides Damage Dealer, dass wir uns auf jeden Fall ein bisschen ergänzen, was das angeht. Ja, Satore, hätte ich das mal getan. Ja, mich um wahrscheinlich da in den Rücken. Lauf weg! Ich bin schon dabei. Ah ne, hier ist ein Diebesding zum Interagieren. Lauf um dein Leben! Händler für Berufe, Handelsbarren, Händler. Wiles wundersamer Bazaar. Das ist quasi Auktionshaus. Postbote. Mhm. Hier ist noch ein Auktionshaus. Großes Handelszentrum. Main Coins, Waisenladen. Stelle. Turm des Wandels. Schon ganz krass. Man muss erstmal ein bisschen klarkommen hier. Bist du jetzt langsam mal wieder da? Ja, ich laufe jetzt schon zurück. Aber Salvo, ganz ehrlich, ich trinke ja schon echt viel Kaffee, ne? Aber du übertreibst mal komplett. So. Alle Viertelstunde sagt er Kaffeezeit. Coffee time. Er hat immer und er hat die gleiche Maschine wie ich, ne? Okay. Das schmeckt Basta. Der Kaffee auch gar nicht so gut. Bitte? Das schmeckt der Kaffee gar nicht so gut. Klar schmeckt der Kaffee gut. Nee, der ist zu. Nee, das schmeckt nicht. Ich will so einen Winterwolf haben als Reittier. Winterwolf? Mhm. Hier steht einer, der sieht unglaublich hart aus. Mock, du bist noch nicht mal mehr in meinem richtigen, in meiner Zone, wo ich bin, ne? Ja, weil ich ja auch in der anderen bin. Ja, das ist, habe ich mir auch schon selber erklären können, Mock. Aber warum? Deswegen. Warum bist du nicht langsam mal wieder da? Gibt's denn hier noch? Ey, erkunde mal ein bisschen das Interface. Hier gibt's den Charakterstatus, okay. Da haben wir uns ja gerade schon mal ein bisschen. Ich dachte schon, wir hätten Folgequest. Nee. Ups. Schon wieder ein Folgequest? Ich dachte schon, die hätte wieder ein Folgequest gehabt. Okay, das ist offensichtlich der Hauptmarkt. Hier gibt's mehrere Sachen. Gildentagesmeldung und Spielneuigkeiten. Neue verbesserte Nahkampfklasse und das neue Gebiet Turmviertel. Ach, ein neues Gebiet. Der Zen-Markt ist jetzt offen. Mhm. Tägliche Quest, epische Belohnung absahen. Kopfgeldverwalter, was ist denn ein Kopfgeldverwalter? Es gibt Dinge, die erledigt werden müssen, was darf sein? Verhalte dich als Taliban. Über die einmal pro Stunde durchgeführte Anrufung erhaltet ihr eine kleine Menge in Rohstoffastral. Im Laufe des Gefechts erhaltet ihr 1000. Stufe 10 könnt ihr bei mir tägliche Quests machen. Bist du ja schon im Turmviertel, ne? Ah, ab Level 10 kann man tägliche Quests machen. Ey? Hm? Bist du ja schon im Schurkenviertel, ne? Nee, ich bin im richtigen Protectors Enclave. Müssen wir hin. Was? Protectors Enclave. Nein, nicht im Tower District. Wir wollen erstmal, das habe ich doch gerade gesagt, wir müssen erstmal das Nestei machen, Kanalisation durchsuchen. So. Veredelt Rudiger Mann, okay. Können bis 24.000, okay, auf Wiedersehen. Alles klar, gut zu wissen.
Was gibt's noch hier? The Foundry gibt's auch. Wir können auch so eine Spielerquest machen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ah, ja. Da gibt's auch Erfahrung für. Ihr Projekt wurde unterstützt. Invasion der blauen Flamme. Version 1.3. Ein einfacher Auftrag, Fragezeichen. Durchschnittliche Dauer 19 Minuten. 14.000 Leute haben das schon gespielt. Für die tägliche Foundry Quest wird ungeeignet. Hm? Karte. So. Zum Start. Viele kleine gute Kurzgeschichten, die noch über die Hintergründe der Quest informieren. Okay. Ja, bist du bereit? Jo, dann lass mal reingehen. Jo, DeLonghi, natürlich, Rebella. Okay, lass uns Abenteuer erleben. Mach, mach. Hier, hier ist Feuer. Ja, ja, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Ein neues Lager entdeckt. Ein Schießbogen wurde freigeschaltet. Heilen, heilen. Weiter. Oh. Ja. Der Weltraum. Oh, Aua. Idiot. Finderlohn. Oh, es geht schon wieder. Ich brauche nur ein bisschen Ruhe. Finderlohn? Sammeln Sie 12 Schriftrollen aus der Kanalisation. Hallo, mein Freund. Ich habe momentan leider einige Schwierigkeiten. Seht ihr, Kobolde haben mich erwischt. Eine tiefe Stichwunde. Ich stehe im Auftrag einer hochgestellten Persönlichkeit von Nebo unter, deren Handelsniederlassung letzte Nacht geplündert wurde. Die Diebe sind mit Geld und wichtigen Geschäftsinformationen entkommen. Auf das Zurückholen der Schriftrollen wurde eine Belohnung ausgesetzt, die in Anbetracht meiner derzeitigen Situation gerne mit euch teile. Wenn ihr diese Aufgabe übernehmt, bringt sie meinen Partner am Eingang der Anpassagale. Also, okay, machen wir, wa? Ja, jo, wir sind Gegner. Morg, du bist schon weitergelaufen. Warte doch bitte nächstes Mal. Hey, Junge, ich versuche ordentlich zu inszenieren, Alter. Das war ein Schleuderer. Ja, hab ich ganz schön geschleudert. Oh, da gibt's was zu entdecken. Jo, hier ist eine Schriftrolle. Hast du, kriegst du auch schon zwei? Ja, einen habe ich. Ausmachen. Southbirds, herzlich willkommen Southbirds. Lange, lange nicht gesehen. Du warst der 50. Viewer, das weiß ich noch, als ich meinen Helm das erste Mal aufgesetzt habe. Mock, Geheimnisse. Religionsfähigkeit. Habe ich nicht. Hello. Und deine HP ist ein bisschen niedrig. Hier. Haha! Alter. Ach ja, Akku? Pass auf! Nicht töten, warum töten sie denn? Da wolltest du da hoch, dich hochblinken oder was? Ja. Ach Mensch, da bin ich ja mal schade. Hier oben ein Hier oben ist ein. Achso, du hättest auch hinten hochgehen können. Hebel. Soll ich den Hebel drücken? Drücke den Hebel. Interaktion konnte nicht durchgeführt werden. Was? Ja, oder so ein scheiß Lakai. So. Jetzt. Drück den Hebel. Jo, er geht. Er geht! Nee, der geht! Was hast du da gerade aufgesammelt? Ja, das ist ah, hier unten ist was. Aua! Da unten. Aua! Gewölbekunde. Oh yeah. Wollreste. Das werde ich. Das Arme. Ja. Oh. Wolle. Ja, Mock, das kann halt nicht jeder mit um, ne? Ja, ja. Da hinten in der Ecke ist auch noch was. Ey, du musst mal was. Wir müssen ja mal erkunden hier. Ja, erkunden hier. Haben die Inferno nein mehr. Wie eine Falle. Entschärfe sie. Ja. Das da oben. Don Möschen gerade. Kupi, was hast du für eine Liebeskugel in der Hand? Das ist meine Sphäre. Die eine Liebeskugel, die sich außerhalb des Körpers befindet. Ja, die kurze Welke. Oh, hinter euch! Hinter euch! Hallo. Chef. Disabled. Disabled, Alter. Get disabled, hab ich. Hier ist eine Schriftrolle. Hab sie eingesammelt. Hast du auch schon 6? Das ist, glaube ich, eine Falle. Ich konnte einfach rüberlaufen. Ja, weil ich die entschärft habe. Mach nochmal. Ah, come on, der dumme Weg. Ich hab Schuss gekriegt. Rein da.
Ah! Warte mal, ich muss mich mal heilen. Da war noch eine Falle. Kobold-Drachenschild. Super Schlag! Super Schuss! Ist er tot? Ich hab nichts mehr gesehen. War so sehr konzentriert auf mein Ulti. Jetzt haben wir halt noch ein paar gekriegt und von deinem Ulti auch. Ach, hier sind überall Fallen, Mock! Kannst du nicht mal ein bisschen was machen? Du bist Dieb. Na und? Ja, gibt's hier was zu klauen? Schatzruhe. Schatzruhe. Ich mach die auf. Ich, das Video. Er lacht über uns. Oh nein, Krabbe. Oh. Die Sprungspinne. Kann die springen? Ah, die kann springen! Hab ich gerade einen bekommen von mir, Alter. Hab ich dir gerade einen verpasst, Alter. Ja, nice. Okay, Sprungspinne sind down. Ist gedroppt. Alter. Für mich. Er hat über uns gelacht, der Drecksack. Ja, das hört sich. Ey, hier sind überall Fallenbock. Kannst du die nicht mal entschärfen? Nein. Ja, ich laufe da voll rüber und kriege immer fast 400 Schaden. Voll auf jetzt. Bam! Ende vor. Rosie, der ist komplett übersetzt. Und das ist ein Viecher. Oh, ich habe eine Schriftrolle Identifikation tatsächlich mal gefunden. Das ist eine Kruhe. Hauptsache. Aasfresser, Robe. Oh, für Level 10. Er macht noch den Teleport. Plus 51 kritischer Treffer. Minus 1 RK. Ey, lese ich dir doch so. Deinen Scheiß Inventar durch, ey. Mensch, nochmal. Lass mich doch mal gucken hier. Kann ich die jetzt. Plus 41 maximale Trefferpunkte plus 10 Verteidigung. Mhm. Aber habe ich wieder weniger Lebensentzug. Aber ich glaube, maximale Trefferpunkte Verteidigung ist diesmal ein bisschen wichtiger. Muss endlich mal Level 10 werden. Auf mich anzugreifen. Ja, genau. Nee, das ist hier. Aber ich glaube, das war eine Scherzfrage. Da. Das ist heilen hier. Hier ist heilen, hier kann heilen. Oh. Weltraum! Ja, Weltraum! Endlich Wein! Ja, weil kein. Auch meine normalen Schwerthiebe betreffen nicht alle, weißt du? Okay, hier hinten gibt's was zu entdecken, Mock. Frolle. Hier ist was, gibt's was zu entdecken. Hier ist ein Geheimnis. Eine Fallgitter. Ansehen. Ich hab's angesehen. Woanders geöffnet. Aha. 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 Geheimnis. Aha. Aha. Oh. Dieses komische Drachenschild hängt ganz gut aus. Ja. Du musst mich auch mal ein bisschen beschützen, ne? Kämpf mit allem, was ich habe, Alter. Nur weil du da mit deinem Laserstrahl direkt reinballerst. Oh, was haben wir denn da? Ist für taktischer Magier. Danke. Was, haben wir Würfel gewonnen? Nicht identifizieren. Für Level 10. Ich kriege hier schon ganz gut Ausrüstung für Level 10 zusammen. So, guck mal, zurück, Teilgitter. Ach so. Das müssen wir gleich noch machen. Das ist aufgegangen. Ist das aufgegangen jetzt? Ja, ja. Dann lass mal zurück. Gleich. Nein, erstmal hier die Gänger töten hier. Jo, und erkunden. Wir halten mittlerweile echt ein bisschen zu viel aus. Noch mehr Damage. Oh, ein magischer Fokus. Hast du das hier auch erfüllt? Ja. Finderlohn mit Ottolena Partners nahe der Bank sprechen. Alter, der einfach passt. Die hatte ich kurz im Knockback. Genockbackt. In ihre erste Schatzlade. Hier ist noch für Diebe was, Mock. Was ist das denn? Was? Was hast du gefunden? Schatzlade. Lila. Was? Was ist das? Ist ja, Junge. Was, Lilanes? Lacker. Guck, wie mein Liebeskugel Mocker mit den Double Anal Intruders. Ein Schlüssel, um einen Schatzlade zu öffnen. Seppo Rocks, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Der Cast ist auch da, hab ich noch gar nicht gesehen. Hey, herzlich willkommen. Schlüssel kaufen.
Ach so. Ja, du kannst auch aber Schlüssel finden. Da ist aber ein Reittier drinne. Sicher? Das ist, da ist ein Höllenpferd, kann da drinne sein. Hier mag die Fähigkeit. Ja, schön. Du brauchst aber einen Schlüssel. Den Schlüssel musst du erstmal haben. Entweder kaufst du dir den mit Echtgeld oder du. Den kaufe ich mit Echtgeld. Ja? Ich will das haben, Mann. Du fällst genau rein auf Cryptics Taktik. Ja, und ist mir egal. Das ist unglaublich gierig, ne? Ja, ich hab das Pferd gesehen, das haben sie richtig präsentiert. Bin ich lila und so alles. Und lila kennt man ja von WoW. Lila ist immer gut, ja. Da muss gut sein. Muss. So richtig proletenmäßig rumhüpfen. Nicht so ein normales Feld, wie richtig Pro-Gaming, ja. Lass mich doch hier alle in Ruhe, ey. Und das ist so ein super Drachenpriester. Das ist der, der vorhin uns ausgelacht hat. Ah ja, Junge? Wer lacht als letztes? Der gerade von mir. Protectors of Enclave. Hast du Schriftrolle, ja, ne? Identifizierungsschriftrolle. Und hier liegt auch noch was für mich. Nee, doch nicht, für Religion. Weiße Schmuck? Okay, jetzt weg hier! Falsche Götze. Fresh Schmuck finden. Neues Quest haben wir jetzt. Schädigte Götze. Was war da durch? Oh, eine kleine Götzenstatue in der Truhe unter dem falschen Boden entdeckt. Sie ist ziemlich heruntergekommen. Sie ist angeschlagen und die Edelsteine wurden aus ihrer Fassung herausgebrochen. Sie könnte nach nichts wert sein. Erinnert euch, außerhalb des Marktplatzes der sieben Sonnen einen seltsamen Kobold namens Frix gesehen zu haben. Er bot passanten Astraldiamant im Tausch für Artefakte wie diese an. Vielleicht kann er euch verraten, wie viel sie wert ist. Cool. Eine der folgenden Gegenstände. Das kann entweder, kann das, pass auf, kann die Kiste kann was enthalten. Entweder ein gepanzerter Nachtmahr, Reittier. Fuera, Gefährte, Terrorflamme, eine Waffenverzauberung, Brillant-Insigne, eine Waffenverzauberung, unbezwingbarer Runenstein, Bro-Wood-Waffenkiste, Juwelenbesetzte Götze, Koffer der Verzauberung, Koffer der Runensteine und Führungsberufspaket. Ich will das haben. Ich will das ein bisschen sofort durchsuchen. Okay, hier. Ich will jetzt Oberfläche zurück. Mal eben kurz gucken. Ist das teuer? Oh, Mock, ey. Weißt du genau, was du für einen Schlüssel haben willst, haben musst? Du bist ja, einfach viel zu gierig, ey. Du fällst genau rein auf die Taktik von dir. Ich will mal ganz kurz gucken. Warte, lass mich mal kurz gucken. Ich will mal wissen, über wie viel Geld wir hier sprechen. Tower District, Grace Schmuck, Grace Schmuck, falsche Götze, okay. Ich mach das, gib das mal ihm ab. Ja, das braucht er. So. Hä? Achso. Mocky, Mocky. Mal gucken, wie viel Cent das kostet. Wie viel Cent das kostet. Wie viel Cent? Hier ist ein Zen-Händler. Ihre Zen aufladen. Grace. Hier, ich gebe dir deine Statue zurück. Meine Juwelen, ihr habt sie gefunden. Yo. Abgeschlossen. Bitte. So, jetzt haben wir hinten noch den Kobold, der. Rix. Falsche Götze. Ey, ja. Ah ja, die Sekunde war eigentlich sehr wertvoll. Leider fehlen die kostbaren Steine, soll ich auch nicht dafür geben kann. Meine Herren, sie ist bei der Besitzerin von der Bazaar. Sie ist sehr wild aus bei dem, was ich für sie kaufen soll. Vielleicht kann ich mir ein Angebot machen. Ah, okay. Aufladen. Händler. Wo treibt die. Ach so, hier ist sie. Was redest du da? Danke, sie mir zeigt. Rix hatte recht, er hat euch nicht von Reis zahlen wollt. Aber total plunder ist es nicht. Hier nimmt diese Identifikationsschrift als kleine Aufwandsentschädigung. Weitere Schrift von der Verzauber benötigt, schaut einfach wieder an meinem Geschäft vorbei. Ah, okay. Gut zu wissen, dass es hier gibt es Identifikationsschrift offensichtlich. Was kostet 15? Was? Das kostet 15 Astraldiamanten, die Schriftrollen, die verdammten Schriftrollen zu kaufen. Ah, das ist ein ganz schön fieses Geschäftsmodell hier. Bin ich verdammt. Verdammt nochmal, ich will unbedingt haben. Warte mal. Och. 18 Bewegung, 9 Verteidigung, 18 Kraft. Ja, das ziehe ich dann mal an, wenn ich Level 10 bin. So. Sofern wir mit Nox zurückkehren. Gerne mal zurück zu Feldwebel Nox.
Ist ja erfüllt. Und nee, das Deck Tower District, irgendwo war doch noch. Ist das schon der Feldlevel 3? Nee. Hotlays Partner. Achso, das müssen wir auch noch abgeben, genau. Nice. Ja, schlaf mal gut, ihr Männer. Zähne, Alter. Pindalon. Aha. Und der Feldwebel. Wo ist der Feldwebel? Und hat der oben ist er. Ja. Ich geh mal erst zum Feldwebel nach oben. Lol, was ist denn hier los? Man kann das auch die von den ganzen anderen Spielen machen. Ja, was? Battle of the Immortals. Ein Zähne, ein Zähne. Da kann man dann transferieren. Wechselkurse. Ich will aber wissen, ne? Ja. Wie viel ein Cent ist. Ja, guck doch nach. Ja, aber. Ich weiß, aber was? Mann, Mock, du kannst aber auch einfach mal etwas behalten und gucken, dass wir das auch finden. Du musst jetzt nicht so übertrieben gierig sein. Ich will wissen, wie viel 10 Cent sind. Ja, dann drück F2, guck oben her, Hauptseite und geh auf Zen-Markt. Dann drückst du unten links auf Zen kaufen. Dann öffnet sich eine Internetseite. Ja, da bin ich ja gerade. Ja. Gründer werden, nein, möchte ich nicht. Zen, ihre Zen aufladen. Achso, ja, ich melde mich mal kurz an. Müsste ja nicht klappen. Die Seite ist sehr langsam übrigens. Okay. Brauche, wie viel Cent brauche ich? 125 Cent brauche ich. 125 brauchst du. So, 125 Cent. 196 sind 2 Euro. Du könntest es dir kaufen. So, ich. Moment. So. Okay, diesmal ist Firefox automatisch gut geschlossen. So, wieder in Game. Verkauft Gegenstände im Auktionshaus, da bekommt ihr Astralkristalle. Die könnt ihr dann eintauschen gegen Zen. Mock. Hast du gehört? Ja, musst kleine, magische Gegenstände im Auktionshaus SMS verticken. Da kriegst du dann Astraldiamanten für. Ich hab aber gerade eine SMS gekriegt. Achso. Wieso? Um das zu kaufen? Kauf! Oh Mock, du bist einfach viel zu gierig. Die Protector ist mir wert. 570 Erfahrung, bam. Und der hat schon wieder eine Folgequest. Der Hund. Nee, doch nicht. Danke, Feldwebel. Doch. Ich habe Zen. Ich müsste jetzt Zen sagen. Hast du jetzt Zen? Du bist ein unglaublicher. Du fällst genau rein auf die, ne? Zen auf einen Server übertragen. Wählen Sie ein Spiel. Ich spiele. Neverwinter heißt das, Skeleton. Level runter. Oh, das ist ein Transfer. Okay. Transferiert. Er kauft sich ja erstmal einen Schlüssel, ey, weil er so unglaublich gierig ist. Er will unbedingt diese Kiste aufmachen. Habe ich schon Cent im Spiel? Weiß ich doch nicht. Musst du gucken. Ja, da sind sie schnell. Ja, da sind sie schnell natürlich. Da sind sie ganz schnell, ne? Und die Kohle verdienen. Ausgeben. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Brothery, hi. Herzlichen guten Abend. Herzlichen guten Abend. Ja, herzlich willkommen. Was ist los? Komm mal. Ihre Schale enthielt eine sehr seltene Blume. Gegenstand Waffenverbesserung. 300 des Waffen. 3,5 des Waffenschadens als Feuerschaden durch eigene Kräfte. 1,2% des Waffenschadens als Feuerschaden an alle 1 Sekunde. 3. Eine durchschrecken, maximal 3-mal Kugel. Oh mein Gott! Hast du eine dicke Waffenverbesserung gefunden? Und Taruma-Baller und Tamarule-Handelsbarren. Geh mal, wir müssen das Turmviertel als nächstes. Verschmelzen, Doppelkriegen, was wollen wir denn da machen? Energy, herzlich willkommen. Kein hier ist wieder ein bisschen besser. Gefreiter Leisen. Bevor euch zu sehen, die Orks des Vielfallstammes drohen mit der Einnahme dieses Stadtteils und der wird nur machen können, weil der Abwehr der Orks eure Hilfe gebrauchen. Interesse hat und sprecht auch mit Feldwebel Creep bei der Taverne. Danke für euren Bericht, Gefreiter. Ich will keinen Schutz haben. Ich will hier. Nein. Hey,
Ich kann das nicht benutzen. Wie? Wieso kann ich das nicht benutzen? Du musst erst höheres Level sein, wahrscheinlich. Ich muss noch so ein Schutzteil haben. Ich soll mir dann 2 € ausgegeben. Walk. Ja, es ist schön, dass du 2 € ausgegeben hast. Ich will Reit hier haben. Das kriegst du noch. Ich bin mich betrogen. Die haben mich nicht betrogen. Vor allen Dingen, die haben es genau so gemacht. So ein scheiß Ring kostet 196 muss ich kaufen. Ich habe wieder so einen gewissen Restbetrag, damit ich mir jetzt noch mehr kaufe. Scheiße. Was tickt das auf dem Markt? Mock, das kommt davon. Hahaha, sagt Salvo. Wer? Salvo. Mock, komm mal, mach mal, gib mir jetzt die ganzen Quests ab und sowas und komm mal ins Turmviertel. Ich bin gleich wieder da. Ich bin Stufe 10. Ja, nice. Kommen wir gleich ins Turmviertel. Bis dahin. Neue Klassen, Unsichtbarkeit. Ah, okay. Charakter, Talente. Ich habe einen Talentpunkt. Was will ich denn machen? Wie hier, aber. Lustig, was ist denn, wenn ich jetzt hier einen Weg hub? Ja, genau, neue Talente. Ah! Erhöhen. Aufgabe: Herrschaft, PvP. Okay, wo treibst du denn rum? Weil ich jetzt Talente mache, ne? Ja. Kann ich noch Talente machen hier, Attributpunkte? Ja, ja, nein, auch Talent, auch. Kannst du auch ein Talent? Ja, ich weiß aber nicht, wenn ich einen Pfad einschlage, kann ich noch umswitchen? Nee. Also ich will, der eine Pfad ist der erste, ist aber kacke, den will ich nicht. Ja, dann noch einen zweiten. Ja, ich will eigentlich, der Henker ist. Bei seid die Pfeile weg, Bernhard. Liege, ja. Und du hast es irgendwie mit dem Spiel, kann das sein? Kann man das nicht auch irgendwie mit Geld bezahlen? Morgen wird alles mit Geld bezahlen. Morgen ist dem Spiel verfallen. Nicht mal mit Geld, Alter. Ist eine extreme Unterwanderung. Der Halunke beherrscht die versteckten Kampftechniken. Feinde werden mit Zeit. Dein Ding kann sich auch unsichtbar machen jetzt, ne? Ja, kann ich jetzt auch. Heftiger Shit. Du kannst auch PvP machen ab Level 10, soweit ich weiß. Da kriegst du auch Erfahrung sogar für. So, Grün ist wieder sauber. Kommst du jetzt langsam mal her? Ich bin es leid, ständig auf dich warten zu müssen. Die Leute wollen hier was sehen. Die wollen mich hier nicht stehen sehen in der Gasse. Dann warte ich noch. Hm? Ich hab noch eine Waffenverzauberung. Weißt du? Waffenverzauberung. Ich bin sogar schneller, wenn ich dann laufe. Mach ich hier hin oder? Falsche Götze. Kommt sie. Ja, gib das mal. Hast du das immer noch nicht abgegeben? Und tägliche Foundry, was ist das denn? Das ist was anderes. Muss ich das machen? Nein, soweit ich weiß nicht. Hast du angenommen? Nein.
Was ist denn das? Wo gab's das denn? Bei dem Typen, wo man die Götze da macht. Okay, warte, komm mal zurück. Aha. Wo sind wir denn? Protectors Enclave, ne? Ja. Dann müssen wir eine Foundry Quest, sind die von den Spielern erstellen. Dann können wir gerne eine machen, eine kurze. Gucken, ob die gut ist. Annehmen. Ja, nimm mal an, ich komme zu dir. Und ich hab mir auch schon eine gute ausgesucht, die sehr gut bewertet wurde. Ich muss jetzt aber noch ein paar Quests abgeben. Ja, mach das mal. Mach das mal hier. Nur die hier drin sind. Ja, was willst du nur noch die Quest, das Feldwebel Creed von der Taverne zum gefallenen Turm treffen? So, Mocker, bei wem gab's die denn? Hier? Bei den Typen. Bei dem Typ da? Stadtausrufer? Nee. Wo denn? Der Rix hier. Bei dem gab's das? Ja. Boah, halt die Astraliamanten. Ach so, nee, ich muss erst Level 10 sein, dann geht das. Tja. Wird das Abenteuer wohl ohne dich stattfinden. Du bist ein unglaublicher Spinner. Was ist das denn hier? Handelswarenhändler. Mhm. Du hast auch nur 2000. Hab mich immer nicht geschlossen. Blinder Sache ist der erste. In dem Baum, den ich gehen will, der erste Baum, der erste Skill, der kann kritischen Schaden erhöhen. Classic 991, herzlich willkommen. Mock, gib erstmal alles ab und dann machen wir aber trotzdem den Foundry Quest zusammen. Ich such schon mal eine gute raus. Mann. Gut, aber, weißt du, ich will den Reiz, wir wollte ich haben. 2 Euro. Das ist ja erkundig weiter, die wird noch ein bisschen rumgehen, aber dann sind wir schon mal vorbei. Wir erzählen, dass du nicht aufgestiegen bist, Alter? Nein, noch nicht. Ich bin Level 9. Das braucht mir fehlen noch 3 so eine Dinger. Herrschaft PvP habe ich auch. Invasion der blauen Flamme vorgestellt. Diese Woche im deutschen Foundry Special. Hat man ihn mir unsichtbar. Einfach Auftrag von Pasknalli. Königin. In den Tiefen. Mock. Ja. So langsam solltest du mal fertig sein. Ja, ich hab doch schon alles abgegeben. Okay, dann nehme ich jetzt die Foundry Quest an. Warte noch. Hab ich jetzt gemacht. Hast du die auch gekriegt? Probleme mit Invasion der blauen Flamme? Nein. Hab ich nicht. Soll ich in so ein Haus reingehen? Im Klingenhandel betreten. Warst du da schon drinne? Nein. Jetzt gewartet wahrscheinlich. Power des Freak, wo ist das andere da? Ruht euch ein wenig aus. Ich hab ein wahrer Experte, Truhe zum Material bringen. Ach so. Hast du schon gemacht? Was denn? Ich habe Herrschaft, also PvP. Aha, nee. Aber ja, mit Level 10 kriege ich das, ja, deswegen Truhe wollen wir kurz die Foundry machen. Ja, nur 20 Minuten. Truhe zu M-Prinral bringen. Nee, ich will das alles nicht. Ich kann das auch noch nicht alles. Komm mal her jetzt hier zu mir. Ich teile die Quest da mit dir. Was ich nicht verstehe, ich verstehe nicht, welches Quest dann du hast. Ganz ehrlich, du gehst mir richtig auf den Keks gerade. Du bist ja auch ich habe eine Foundry Quest angenommen, das kann ich aus dem Menü heraus. Deswegen komm mal zu mir, damit ich die teilen kann. Und dann gehen wir in diese Tür rein und dann startet die Quest. Ja, gut, ich du siehst mich doch, warum läufst du weg von mir? Seh dich nicht. Du siehst mich auf der Karte. Und du siehst mich sogar im Bild. Ich sehe da 426, 27, 28, 30 Meter Mock. Und noch weiter, lauf weg, lauf am besten weg. Wo bist du denn? Scheiße. Sag mal, siehst du, ich seh dich doch, Mocker, mein. Dreh dich um. Wenn ich auf M drücke, ne? Ja. Wie sehe ich denn aus? Ein Pfeil. Ich stehe rechts. Ach, da oben. Ja. Da bist du? Der Mock, der braucht immer so lange, ne? Ja, Snoopy sagt auch schon. Ich kann Kuppel übelst verstehen. Ach, der soll einen Rand halten. Ja, du brauchst immer so lange, dann kauft er sich auch noch irgendwelche Zen. Ich hab Geld. Und kriegt da eine Waffenverbesserung. Die ich noch nie mal anwenden kann. Ich kann es noch nicht mal direkt benutzen. Ich hätte auch das Pferd haben können. So, warte, Quest. Invasion der blauen Flamme. Kann ich die teilen? So, ich hab geteilt. Invasion der blauen Flamme. Ja, hast angenommen? Okay. Angenommen. Komm her jetzt hier. Hier müssen wir rein. Jetzt? Jetzt kommen wir hier lang. Was ist sie denn? Sie hat auch so ein Zeichen. Nein. Hier, wir müssen jetzt. Ruht euch ein wenig aus. Hier ist eine Bardame. Was will die von mir?
Ich hätte gerne ein Zimmer für die Nacht. Ja? Na gut. Feinsten Met haben möchtet? Na gut. Gebt mir einen Schank für eures besten Mets. Hier, bitteschön, dieser Met wird der Generation von den Bienen. Okay, hab Dank. Nehmt ein weiteres. Badam schaut sich um und fängt an zu flüstern. Man sagt, dass sich der Brunnen hier hinter dem Haus einst der Eingang zu einem adligen Grab war, aber das sind alles nur Ammenmärchen. Gell, ich bin müde. Hätte ihr ein Zimmer für mich? So, ruht euch ein wenig aus. Abgeschlossen. Eines Abends ein lauter Schrei. Nein, nein, wir müssen hier jetzt nicht runter. Warte mal. Ich mach mal kurz die Verfolgung. Ach, die Invasion. Ha. Okay, jetzt müssen wir doch hier offensichtlich. Wir haben uns ausgeruht. Okay. Und jetzt, eines Abends ein lauter Schrei steht bei mir jetzt. Jetzt fährt man raus und fragt, was passiert ist. Informierter Wirt. Informierter Wirt. Das Stellenbrett in der Treibholztaverne. Was ist denn das Stellenbrett? Ich begrüße das jetzt. Da, wir müssen in das Stellenbrett. Mach mal kurz, reden wir mit dem informierten Wirt. Ach, hier ist also die Foundry. Okay, Quest erfüllt. Yo, ist schon fertig. So. Funktioniert denn das alles? Warte mal, da ist eins, Invasion. Okay, eins müssen wir machen. Also das hier hinten ist das. Hier hinten raus, wahrscheinlich. Jo. Hier unten im Keller. Da ist was versteckt. Hast du es gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ich habe es als erstes gesehen. Gesehen. Hier müssen wir rein zum Treten. Hier ist eine illegale... Da ist ein Stuhl. So, ich gehe jetzt aber hier rein. Jetzt geht los. In den Keller. Das ist das Quest, oder was? Yo, Onigam. Jenny, Jenny 1045, herzlich willkommen. Jenny. Oh, er patcht oben. Er patcht bei mir. Bei dir auch? Oben links. Nein. Okay, ich bin da. Ich warte auf dich. Getrennt steht bei mir. Er lebt noch. Jo, jo. Oben links müsste was runterladen stehen, ne? Ne, der Ladebalken ist langsam. Ja, ja, das dauert. Oh, jetzt geht's schnell. Jo, jo. Jetzt patcht er. Jo, jo. Okay, jetzt ist die Quest hier, jetzt ist komplett von Spieler erstellt, Mock. Da. Okay, finden raus, was passiert ist. Okay, hier. Verängstigter Adliger. Ah, es ist schrecklich, der Mann scheint vollkommen außer sich. Wir werden alle sterben, seht nur, was sie mit meiner armen Frau gemacht haben. Beruhigt euch, den Mann festhalten. Kopfnuss, komm zur Gesinnung. Ich gebe ihm Kopfnuss. Der Mann kommt wieder zu sich. Wo bin ich? Ich denke, das habe ich gebraucht. Keine Ursache, jederzeit wieder. Wer da was seid ihr überhaupt? Seid ihr in der Nachtwache? Ich habe vorhin ein paar eurer Männer in Richtung Brunnen laufen sehen. Nein, ich bin ein reisender Abenteuer, der seine Hilfe... Was hast du gedrückt? Ich habe ihm gesagt, ich bin von der Nachtwache, gib mir verdammt noch aus dem Weg. Oh Mann, ey. Feinde! Level 9. Okay. Siegt. Oh, ganz ehrlich, wir müssen das abstimmen, was wir antworten, ne? Ja. Tötet die Störenfriede, 1 von 2. Okay. Dann gibst du wahrscheinlich noch mehr. Der andere. Pass auf, Gube, ich initiate, pass auf. Das ist der Enforcer. Oh, du bist unsichtbar. Okay, wir haben besiegt. Okay. So. Okay, sprecht mit den Adligen. So. Weise Adliger. Okay. Sollte mich anhören. Ja, als ich mit den Reisenden geplauscht habe, war eine richtige Zeitpunkt, an dieses Brunnen zu berichten. Ihr sollt mich anhören. Schieß los. Vor mehr als 500 Jahren war sie ein Friedhof für Könige und Adlige. Mit dem Ausbau von Mount Hautnau und dem Wiederaufbau von Neuen Niewinde gerät der Friedhof in eine zahllose Krypten in Vergessenheit. Fahrt fort. Als kleiner Junge stieg ich auf den Brunnen hinab und lauschte den Stimmen der Geister. Die Leute hielten mich für einen Lügner. Ich habe in diesem Gewölbe eine unheilige Freundin gefunden. Ihr Name war Valeska von Neverwinter. Mhm. Ein hochgeborener Adlige von königlicher Abstammung. Fahrt fort. Solltet ihr hinabsteigen? Gebt acht. Valeskas Grabkammer und die Kammer der Vorfahren des Mürrischen da drüben werden von zwei golemähnlichen Kreaturen seit Jahrhunderten bewacht. Danke für die Warnung. Okay. Was mit dem? Adlige schöner Jenna. Danke, edle Dame. Ihr seid aber ein hübscher Leckerbissen. Danke, edle Dame. Könnt ihr mir was zu den... Wie wäre es, wenn ich euch später mein Pferd zeige, Zwinker? Oh Mensch. Kann ich nochmal mit der reden? Ja. Diese vermummten Personen schleppen schon seit Wochen alle an Zeug den Brunnen hinab. Was genau?
Schriftrollen, Vorräte, Maschinen. Oh, und es war sogar ein süßeres Sahneschnittchen dabei, als ihr es seid. Er sah aus wie, als sei er magiekundig. Hab Dank. Okay, Mock, wir müssen, glaube ich, in den Brunnen rein. Nee, da hinten ist noch Mockermein. Wo bist du denn hin? Ach, da ist noch ein mürrischer Adliger. Pah, ein paar trübe Tassen verbündeln, ein Kandil ist dahergelaufen mit einem Moldstock. Mein Name ist übrigens Rupert von Neverwinter. Ganz recht. Murmel, eigentlich sollte ich schon lange auf dem Thron sitzen. Was meint ihr mit auf dem Thron sitzen? Nun ja, ich bin direkt der Nachfolger des Königshauses. Nur mein dummer Knapp hat meine Abstammungsurkunde den Schlüssel zur Familiengrab irgendwo im Brunnen verloren. Lach abgewehrt hat er. Trampel, ich werde dem nachgehen. Was? Okay, Mark, wir müssen jetzt in den Brunnen. Hinab. Oh, es ist rein. Nico Steamboy, hi! Ich zock auf Dragon. Er lädt jetzt runter, die Mission oben. Das ist ganz cool, das ist eine spielererstellte Mission. Hey Blob, herzlich willkommen. Jetzt weißt Snoopy aber auch, wo wir spielen. Nee, Snoopy ist schon im Clan irgendwie. Nico. Aber ich sag mal den Namen, der steht. Nico Steamboy. Boy. Nico Steamboy. Boy. Mocker. Okay, was hier passiert? Okay, hier sind im Brunnen. Wir sind im Brunnen drin. Okay, Hauptmann. Jo, was sagt der Hauptmann? Wir haben Rauch aufsteigen sehen und sind in der Sache nachgegangen. Diese verdammten Kultisten, sie haben den Rest unserer Einheit gemorchelt, abgeschlachtet wie Vieh. Wir hatten keine Chance. Wer hat euch das angetan? Klatscht der oder was? Ja, die Kultisten der blauen Flamme. Irgendwas Merkwürdiges geht hier vor. Hört ihr dieses Surren? Wir müssen sie aufhalten. Okay. Sie kommen! Verdammten Kultisten. Okay, Heilstellung, Männer! Ich rede mit ihm, Feldwebel wie Sworn. Der Anführer der Kultisten hat sich in der Grabkammer verschanzt. Der Weg dorthin ist blockiert. Wir werden diese Stellung halten, um jeden Preis. Okay. Los geht's. Finde einen Weg in die Grabkammer. Okay. Dann haben sich hier voll verbarrikadiert. Nee, aber ich spiele halt. Das ist halt ein Kanal hier, also der Twitch-Kanal. Ich zocke halt alle möglichen Games. Eigentlich war das vorher auch schon immer so. Also hier kann ich was untersuchen. Grab des Lords. Das Siegel ist zu stark beschädigt. Hier scheint ein großer Gouverneur aus vergessenen Zeiten zu ruhen. Aha. Was ist denn mit dem? Das Siegel ist gebrochen. Da könnt ihr einige Schutzzeichen erkennen. Ruhe in Frieden. Könige Adele möge stets. Adele. Ein Abbild eines Königs, darunter steht etwas geschrieben, beschützt durch den ewigen Wächter, möglicherweise eine Warnung. Der sieht aber auch ganz schön fies aus. Ja, gleich ist Domo. Gestern war Doso. Oh, wir hätten ja noch Seite. Wächter des Grabes, guck. Oh, der ist hart. Okay, Kremok. Das ist neun Elite. Okay. Let's go. Ja. Damage. Ich friere. Eingefroren. Damage. Zurück. Hintersterne. Damage. Okay, dort. More dogs. Okay, ist down. Ogertöter. Ein Ogertöten. Okay, der war hart. Ich habe eine Schriftrolle gefunden, der Identifizierung. Der war überhaupt nicht hart, ey. Der war richtig hart. Gut fight. Geh rein. Was? Ich bin unbesiegbar. Warum müssen wir hier rein? Sprech mit dem adligen Geist. Komm doch mal raus, Geist. Aus dem Laden da. Er kommt nicht raus. Wir müssen, glaube ich, hier zurück. Dann ging es ihm zu schnell. War einfach viel zu schnell jetzt. Quest. Im Moment haben wir noch keine Pflicht zum Bezahlen gefunden. Oh mein Gott, Coop. Oh. Ja. Bam. Sofort getötet. Im Prinzip kann man wohl, also. Laut dem Entwickler kann man das ganze Spiel spielen, ohne jemals einen Cent zu bezahlen. Also man kann wohl auch alles finden. Das kostet natürlich viel Ausdauer zum Teil, ne? Valeska von Neverwinter. Ich rede mit ihr, warte. Ich bin kein Grabschänder. Dieses Grab meiner Vorfahren, Grabschänder. Ihr kommt nicht an mir vorbei. Ich bin kein Grabschänder. Nun, was seid ihr dann? Ich bin hier, um die wahren Grabschänder zu vertreiben. Ihr habt mein Ohr, Fremdling. Die blaue Flamme versucht, eure Grabkammer als Operationsplatz für eine Invasion auf Neverwinter zu nutzen.
Wenn dem so ist, geht voran. Aber wisset, wenn ihr mich belügt, werde ich euch heimsuchen und vernichten. Entriegelt die Tür. Wir haben die Tür entriegelt. Okay, wir vernichten sie. Oh, hat mir einen Schildschlag verpasst, aber was für einen. Ich hab ihn gedodged. Okay, da ist er down. Da geht er down. Ja. Ey, er hat was fallen lassen. Tragbarer Altar, nice. Cool, wer den Magier jetzt braucht. Okay. Bam! Ich mach den linken, den Zerstörer. Hab ihn. Bam! Da war ja noch einer hinter. Ja, eben vernichtet. Ja, eben defeated. Okay, kein Problem, kein Problem. Weiter geht's. Nicht so, töte den zweiten Grabwächter. Okay. Der ist, glaube ich, härter, glaube ich. Bam! Okay, nice. Angriff, Angriff, Angriff. Friese. Okay, er ist gefreezed. Er ist tot. Oh mein Gott, das ist ganz anspruchsvoll, dieses Spiel. Reiniger Gürtel. Ziel erforderlich. Warte mal, was macht der Gürtel? Ich muss den peinigen Gürtel mal kurz angucken. Das ist so ein adeligen Grab, hab ich Schlüssel gefunden. Was hast du? Schlüssel zum adeligen Grab habe ich gefunden. Komm. Okay. Aber wir müssen zurück. Okay, entriegelt die Tür zur adeligen Grabkammer. Okay. Alright. Right. Das Rocker. Herzlich willkommen, das Rocker. Feinde. Du bist vernichtet. Weil kann ich immer unwahrscheinlich schnell defeaten. Die haben immer Fragezeichen über den Kopf. Ich glaube, das ist, wenn du unsichtbar bist. Dodged. More dodges. So, einen Strahl gekriegt. Und ja, ging Strahl. Oh, der hat fürs. Oh, was ist das denn? Verschützender Kämpfer hier. Da. Wie bitte? Hab ich da irgendwas? Ich hab auch was aufgehoben. Lederrüstung. Mock, ich habe eine Lederrüstung für dich. Oh, aufgestiegen. Warte mal bitte jetzt ganz kurz. Ich muss mal kurz die Fans auch leer ziehen. So, Mock, und ich habe eine Lederrüstung für dich. Was ist denn das? Rückstand. Allgemeine Handwerksaufgaben. Lederarbeit schneidern, okay. Bedarf. Mock hat gewonnen. Ja. Okay, Mock, hier. Ich gebe dir mal eine Lederrüstung. Ich glaube, die ist ganz nice. Könnte ganz nice sein. Da. Annehmen. Wohin? So. Nee. Ach genau, aufgestiegen. Oh, neue Klassenkraft. Zaubermeisterschaft. Den Tabplatz zu ziehen. Beginnen habt ihr auf die Wahl eine zusätzliche Wirkung. Beim tödlichen Ring. Keine Singularität. Jetzt bin ich härter, Alter. Jetzt bin ich hart, Alter. Bin richtig hart geworden. Ich hart. Ein Schlag, Alter. Bin ich hart geworden, Alter. Hart, Alter. Ach, das ist ein neues Ulti. Was? Sie können die vierte Begegnungskraft. Persönlich? Was ist eine Begegnungskraft? Begegnung. Ah, da. Meisterschaft macht von Eisableiter getroffenes Ziel erhalten einen zusätzlichen Kälteeffekt und der Wirkungsbereich wird vergrößert. Oh, nice. 20% auf kritischen Schaden habe ich. Boah. Ich muss mal ein bisschen klarkommen hier. Ich bin hier irgendwie verwirrt. Kritische Trefferchance 20%, Alter. Was Talent. Und Talent. Ja, das weiß ich halt, wie gesagt, auch nicht, was ich machen soll. Talent, ey. Hast du noch nichts gemacht? Nee. Ich habe wahrscheinlich auf kritischer Treffer. Ich glaube, das mache ich mal. Jo. Ja, dann der Pfad gefällt mir aber nicht vom Hallo. Nee, das ist ein allgemeiner Pfad. Bei taktischer Magier. Nee, bei mir gibt es drei Pfeilrichtungen. Saboteur, Heilenkörper. Nicht verfügbar, wenn ich jetzt Minus drücke? Nee. Achso, das muss. Okay. Guck mal, wenn du einmal Plus drückst, dann siehst du, dass es der ganze Balken nach vorne geht. Das heißt, du kannst dir nachher aussuchen, wohin das geht. Okay, echt? Ich habe dann jetzt. Ja, ich habe 1% mehr kritischen Treffer jetzt. Ja. Jo. So. Und bei Charakter Attributswerte erhöhen kann ich jetzt auch. Auf jeden Fall Intelligenz. Einmal Intelligenz. Einen habe ich noch verfügbar. Glaube Intelligenz, ich habe Agilität und Stärke genommen. Das macht Weisheit, kürzere Regenerationszeit, Aktionspunkte, Kontrollbonus, Kontrollresistenz. Charisma.
Ich mach Charisma als. Wir sind ganz schön hart gekämpft gerade. Kritischer Treffer. Annehmen. Ja. Okay, nice. Fertig. So, was gibt's denn noch? Neue Kräfte. Das habe ich schon verteilt, keinen verfügbar mehr. Erledigt, erledigt, erledigt. Der erste Schritt. Neue Aufgabe, Herrschaft. Annehmen. Aufstiegskiste, Abenteuerbelohnung 2. Schriftrolle, nice. Teleporter-Schriftrolle, Protectors Enclave. Okay, alles fertig. Alles genommen, alles gemacht. Und ich habe eine Tab-Fähigkeit, Mock. Oh. Ich habe ein neues Ulti, grad, ne? Ich habe neues Ulti. War gerade übrigens ein harter Kampf, den du verpasst hast. Der erste Skillbaum ist unabhängig von den anderen drei. Ah, okay. Danke. Toll, ich bin durch die Falle gelaufen. Wie immer. Warte mal, ich will mal kurz testen, mein neues Ulti, okay? Pass mal auf. Ja, warte mal. Okay, oh, ich kann hier... Guck mal. Pass mal auf. Hast du es gesehen? Verarschen, Alter? Hast du es gesehen? Ich hab unglaublich ein todes schwarzes Loch erschaffen. Du Handzeichen da geschrieben in den Loch. Ja, der macht. Warte mal, das erinnert mich irgendwie. An was hat mich das erinnert? An Naruto, glaube ich, ne? Naruto Handzeichen, Alter. Okay, warte, mein neues. Oh, Angriff! Boah. Sind alle tot, Kuh. Oh, na, bam. Ah, hier sind sogar Leute von uns erschienen. Mitgekämpft. Lederrüstung gefunden. Nice. Was für eine Lederrüstung? Scheiße. Hier, mein neuer, das ist hier. Ich habe einen abgegradeten Zauberspruch jetzt mal. Du hast ja diesen Wirbelsturm von eben, kannst du ja, ne? Ja. Und das ist jetzt die upgradete Version davon. Oh, warte mal, was ist denn eine Wüstenrose? Für Lederarbeit. Mock, du willst Lederarbeit machen, ne? Weiß es gibt nicht. Keine Waffen. Crafting, nur Lederrüstung, dann mach du mal Bedarf. Wird mich angesägt. Und auf mich anzugreifen, ihr Hunde! Tretet zurück vor dem mächtigen Kuchmein, dem mächtigsten Magier, den ihr jemals sehen werdet. In den Rest eures kümmerlichen Lebens von 3 Sekunden. Pistenmörder. Oh. Bedarf. Lederrüstung für dich. Identifizieren. So, das sind Freunde. Archer, Mage. Boah, geil, Alter. Soldat. Nehm ich, ey. Nice. Und noch mehr Schaden, Alter. Okay, wir müssen Hauptmann Shanks. Warte mal, was hat er zu sagen? Wir haben den Anführer hinter diesen Mauern ausfindig gemacht. Er selbst nennt sich Sabbat und ist ein mächtiger Warlord. Sein Können übersteigt das vieler Magier. Man sagt, er könne sich duplizieren. Hab Dank für diese Informationen. Noch etwas, meine Recken haben das über die blaue Flamme herausgefunden. Sie sagen, es seien Pläne im folgenden Raum über die Invasion gegenwärtig. Vielleicht sollten die da einen Blick drauf werfen. Ich werde es mir anschauen. Okay. Tötet Sabbat den Illusionisten. Und da hinten, oh, da hinten läuft ein hartes Vieh, glaube ich. Ja. Ich habe Angst. Warte mal, ich gucke mal im Corner. Oh, da sind zwei drin. Sicher? Das ist Sabbat. Wen denn? Drei Viecher. Ja, aber da, bei den anderen stehen Illusion, und er ist der hohe Priester. Ah, okay. Einfach mal mit dem Hohepriester rauf. Hält ja nicht viel aus. Hier ist die Illusion. Ja. Eingefroren. Das war ja nicht so schwer. Ich dachte, der wäre härter. Oh mein Gott. Puh. War hart. Oh, was ist denn hier los? Zum Teleport. F drücken. Ich hab dich teleportiert. Du auch? Ja. Hier ist eine Kiste. Die können wir, glaube ich, nachher als Belohnung. Hauptmann Shanks. Okay, folgt ihm durch das Portal. Okay. Yo, ist free to play. Auf jeden Fall, Softbirds. Und macht ganz gut Bock. Auch vor allem mit den Quests und sowas. Das ist echt gut gemacht. Was ist los, Alter? Oh mein Gott. Von ihr, von mir. Wow. Nochmal ausweichen. Das ist schon wieder der Illusionist. Ich kümmere mich um die Illusion. Mach du ihn fertig. Ich hab ihn schon. Was war's jetzt noch? Nee, da kommt wieder in der Mitte. Warte mal. Bock,
Mach meine Ulti, pass mal auf, in der Mitte. Bleib nicht zu nah ran, okay? Jetzt. Naruto, pass auf jetzt. Guck mal jetzt. Bam! Boah. Boah, das sind ganz schön viele. Okay, vernichte alle Illusionen. Oh, hier liegt was. Tödliche Kettenrüstung. Machen die blauen Flammen hier irgendwas? Warte mal kurz, ich muss mal eben heilen. So. Der echte Sabbat der Illusionist. Da steht sogar der echte drüber. Moin. Ich kümmere mich um die Illusion. Die meinen AOE. Au, er will mich. Der hält echt eine Menge aus. Dodged. Er ist immun gegen... Nee, doch nicht. Ist er doch nicht. Das sieht nur so aus. Warte. Ah, er hat mich angeflammt. Bam! Da geht er down. Gebt ihm den Rest. Abgeschlossen. 21 Gold. Nochmal 21. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, Alter. Die Rolle nach vorne. Eine Rolle nach vorne. Genau, aber die Synchros, die da sind, sind echt gut gemacht, muss ich sagen. Und Gilden gibt es bestimmt auch. Ja, Gilden und Banken, genau. Auf jeden Fall. Für umsonst, ne? Auf jeden Fall kann man sich das mal reinziehen. Guck mal, Shanks. Ach, hast du schon berichtet? Hier. Okay, tödliches Amulett. 18 kritische Treffer. Haben wir eine Belohnung gekriegt. Ah, jetzt können wir bewerten, Mod. Wie fandest du die Quest? Das war übrigens, Southburst. Man kann hier als Spieler sogar, man hatte so ein Toolset, da kann man Spieler-Quests erstellen. So, Mock, was wollen wir ihm als Bewertung geben? Ich habe ihm 4 Sterne gegeben. 4? Okay, ja. Mit. Ein, hast du ihn ein Trinkgeld? Nee. Nein. Okay, kein Trinkgeld. Was hat Ihnen am Abenteuer besonders gefallen? Nix. Okay, ich habe einfach 4 Sterne auch gesagt. War auch ganz gut, ne? War jetzt nicht super epic, aber war gut gemacht. Hat er gut gemacht. So, zum Verlassen. Hier kann man es verlassen. Oh, ich habe mich wieder zurück teleportiert. Ja, dann musst du nochmal zurückkommen hier. Okay, hier, ich verlasse. Ich kann dich verlassen. 3 Sterne. Bye. Wir kommen hier nicht mehr raus. Nie wieder. Ich komme hier nicht mehr raus. Die Interaktion konnte nicht durchgeführt werden. Ich komme hier nicht mehr aus der Quest raus, Jungs. Genau, genau. Richtig. Haben wir gerade fertig gemacht. War ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Also ich habe schon, also hätte ich, es gibt da natürlich auch schon schlechtere Quests, aber die war jetzt nicht so schlecht. Die Cam, geht die Cam weiter raus? Ich glaube, man kann das hier sich einstellen, irgendwie unter Video. Oh, wer schreibt mir denn hier wie ein Wahnsinniger? Pegel, was ist ein Pegel? Kommt bis rausgekommen? Nee. Man kommt hier nicht mehr raus. Ah, ja, Vollversion auf Free-to-Play sein, auf jeden Fall. Weil wieder rauskommen. Ich bin auch rausgekommen. Wie hast du das denn gemacht? Gedrückt halten oder was? Gruppe verlassen. Jo, ich bin auch rausgekommen, gerade eben. Die Bugs des Spiels einfach schon verstanden. Quest abgeschlossen, Quest abgeschlossen. Und jetzt? So, warte mal. Jo. Wir sind jetzt gerade wieder in unterschiedlichen Zonen, aber das ist kein Problem. Wenn wir hier aus der Taverne rausgehen, dann sind wir wieder in der gleichen. Schlachtenmeister der Herrschaft, PvP besuchen. Wollen wir das mal machen? Uns einmal anmelden oder was? PvP, oder? PvP eine Runde mal, das haben wir eine Quest, ne? Bewerter 1, eine veröffentlichte Quest spielen. Haben wir. So, ich bin jetzt draußen aus der Taverne. Jetzt ich auch.
Okay, wir sind aber immer noch nicht in einer Zone. Also melde PvP an. Geh mal das Quest ab. Muss ich das Quest jetzt abgeben? Jo. Nee, ich soll immer in diese Bude hier rein zum Klingenhandel. Ich auch, jetzt lass mal rein zum Klingenhandel. Ich bin drin. Was ist das mit dem PvP? Schlachtenmeister, willkommen, guck mal, noch ein Abenteurer, der sich beweisen will. Gegen die Orks zu bestehen ist eine Sache, gegen andere Abenteurer eine völlig andere. Wenn ihr meint, dass ihr gegen die Orks gleich spielen könnt, weiter. Ah, okay. Für Herrschaft anmelden. Okay. Okay, Warteliste. Wir sind PvP-Warteliste, Mock. 5 gegen 5. Okay. Hier ist eine Zierattrappe, da kann man schon üben. Was ist denn hier ein alter Bar? Oh, Mock! Geht schon los! PvP! Wo? Mit Shift 1 konnte ich PvP. Ja, drüber beitreten. Okay. Nice, nice. Mock, okay, geh los, geh los, geh los. Geh los, geh los, geh los, geh los. Promot. Ja, heißt es noch. Du heißt nur im Moment noch so. Es wird kein White mehr oder sowas geben. Man kann ja auch schon in-game was kaufen. Viele Entwickler nennen das einfach mal Open Beta, damit sie, wenn Bugs auftreten, damit sie das rechtfertigen können und sagen können, in seiner Beta. Aber man kann schon, also es ist alles schon drin. Dürfte nicht, Southbirds. Manchmal hat man Pech, dass man einen falschen, einen blöden Twitch-Server erwischt. Also ich habe keine Drop-Frames, die dafür, die da, ja, die zeigen würden, dass es. Vielleicht mussten sie das Spiel auch einfach releasen. Das kann auch sein. Weil Geld gefehlt hat. Das kann auch sein, weiß man nicht. Guck mal, PvP. PvP like a G. Er lebt bei mir noch runter. Ja auch. Nee, nee, es wird nicht mehr gewiped, Blob. Soweit ich weiß. 19 bin ich jetzt. 19? Achso, ja, das wird angepasst. Bist du schon im Spiel? Ja. Wieso hast du denn so schnell runtergeladen? Mir geht halt ein Stückchen schneller. Ich hab 100 Megabit. Ja, man muss aber erstmal, wenn man ganz normal spielt, muss erstmal Endgame-Content erreichen. Den Found-Request-Bug haben die schon gefixt. Okay, Mocker, du bist auch da. Stufe 19. Was gibt's Neues? Aufgestiegen. Los. Nee, keine Aufgaben. Okay. 5 gegen 5, 5 gegen 5, Mock. Okay, ich bleib bei dir, okay. Oben einnehmen. Jo. Domination ist das. Battlefield-mäßig. Okay, wir brauchen nur in dem Bereich bleiben. Okay, 3 und 2. Wir müssen dann auf jeden Fall 2 noch mit deffen. Ich werde mit meinem. Das okay. Unsichtbarkeit weg. Your team dominates. Okay, wir dominieren, Rock, wir dominieren. Enemy dominates. Nee, dominate nicht. Dominaten, Alter. Ich mach PvP. Ich hab mal Ulti, Ulti. Meine gute Ulti. Okay, er wurde hinten einfach umgeschossen. Cold wurde von Kobalt getötet. Wo ist er nach? Da. Shinobi. Er hat gedodged. Und getötet. Ja? Jo. Man kann auch anderen Leute wieder helfen, ne? Einem Team und so. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht von hinten irgendwie kommen. Ja, bei 3 ist nämlich einer, Mock. Komm zurück. Warte, wir können aber das einnehmen von denen. Ja, sei dabei. Ich gehe mit Terran Wolfbane zurück. Komm mit. Ich werde mich rächen da dran. Mocker, er ist unsichtbar hier irgendwo. Wir nehmen jetzt 3 ein, auf jeden Fall. Oh, hier ist einer. Zwei sind akut. Er hat mich irgendwie verwirrt. Ein Block. Ich hab ihn eingefroren. Ich komme gleich. Er hat dort drauf. Bam. Und. Your team dominates. Wo ist er? Okay, wir haben es geschafft, Mock. Gut gemacht.
unsichtbar. Hier, es ist Hilfe, Hilfe! Ich bin dran. Ich drehe ihn ein. Okay, er will nicht hinter mir geworden. Hast du ihn fertig gemacht? Du kannst ihm helfen, ne? Oder so? Schön ist das dann auf F drücken. Coup de Grace drücken machen. Ah, okay, sehr gut. Man kann sich hier nicht heilen. Okay, es geht. Läuft doch gut, Morg, für uns. Noch. Ja. Da oben. Ja, na klar. Aber hey, wir sind hier noch ein bisschen low, ne? Das läuft. Kannst du mich heilen? Haben wir überhaupt einen Heiler dabei? Weiß ich gar nicht. Terran Wolfbane, ist das ein Heiler? Ne, er ist auch ein Mage. Noch ein Mage? Also ich kenne die Symbole noch nicht. Die Kobal könnte... Weiß ich nicht. Wo sind denn die Gegner? Ach, da hinten. Boah, hab ich den gerade weg. Ich bin so leider. Oh, der wird richtig hart von uns gerade angegriffen. Bam. Okay, er ist down. Von Gutmann getötet. Okay, okay. Oh, brauchen die Hilfe. Yo, zünd mein Ulti, zünd mein Ulti. Nee, doch nicht, brauchen wir nicht. Bei denen nicht. Von Kobalt. Okay, nice. Das lief doch. Ja, Chance gegen uns haben die irgendwie. Oh, ich bin gut wie tot übrigens, ne? Oh, hinter mir! Er schmeißt auf mich! Aber Ulti! Oh, gut, gut, gut. Ich bin so gut wie tot. Wir haben keinen Heiler, gar nichts. Und wir gewinnen da so dolle, Alter. Ich kann keine Heiltränke oder sowas nehmen. Was habe ich denn genommen? Nicht zurecht. Lesser Elixir of Reflex habe ich deswegen genommen. Und da geht er schon tot. Mensch. Okay, die können hier nichts einnehmen irgendwie. Die kriegen das nicht hin. Wir sind am Gewinn. Okay. Es gibt extra PvP-Heiltränke. Okay, dankeschön. Hofnarr, herzlich willkommen, Hofnarr. Ich weiß es noch nicht, Snoopy. Ich kann ja nicht jetzt sagen, wie lange mir das jetzt Spaß machen wird. Also im Moment macht es Spaß, dolle. Ich weiß nicht, wie das noch wird. Die warten da oben einfach, Mock. Hä? Was soll das? Bleiben die einfach auf K oder so? Was soll das? Bescheuert. Die haben es aufgegeben quasi. Was soll das? Also ein bisschen beschissen, ehrlich gesagt. Klar. Warten die, wieso sollen die runter? Ich bin auch nach oben gegangen. Kämpfen. Gibt AFK-Punkte, Leecher. Okay. Ja, dieser Typ, dieser 0-0 scheint auch offensichtlich irgendwie gar nicht mitgespielt zu haben. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, egal, wir haben alle drei Punkte, ist gleich vorbei, wir haben gleich schon gewonnen. War ein bisschen blöd, ne? 5 oder 10 ausgelegt, also Dungeons. Für 5. Bisher, Softbirds, soweit ich weiß. China Farmer, genau, Salvo. Gibt's ja immer wieder. In jedem Game eigentlich, ne? Your team is about to win.
alle drei Schurken hier oben. Oder zwei. Dann haben wir gewonnen. Guck mal ein, hat eine Tötung und 11 hilft. Mock ist noch viel schlechter. Mock hat auch eine Tötung nur. Und 11 hilft, aber Mock ist besser als Kuck. Oh, man hat einen unidentifizierten Gegenstand, habe ich gekriegt. Folgendes verdient. Für schützender Kämpfer. Okay, Arena verlassen. Ich weiß nicht, ey. Für 11? Achso. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch doof. Ey, ich bin aufgestiegen. Aber ich hoffe, das kommt. Ich auch. 11, Level 11 bin ich. Neue Kraft. Huh. Jetzt Arcane Singularität nochmal machen. Das ist eigentlich ganz nice. Ah, Eisableiter. Das ist keine Ulti, ne? Doch. Was macht denn der Ulti? Ach halt, hier. Letzte Leute drin ist die Leiter, dann tue ich jetzt den Kälteffekt und der wird noch 3 Güter vergrößert, okay? Eissturm. Ach nee, das ist mein Ulti gewesen. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Das habe ich nämlich schon gemacht. Denn das möchte ich nicht mehr. Also. Okay. Dann diese Schatzlade, ne? Hätten die mir nicht zeigen dürfen. Ich mach die arkane Singularität rüstig nochmal auf. Gut. 10% Schaden. Was? Ich kann diese Schatzlade nochmal benutzen. Was? Ach, das war dieses Ding, diese Schatulle, wo ich die Schlüssel gekauft habe. Ja. Kann ich nochmal benutzen. Echt? Wieso? Weiß nicht, geht nicht weg. Ja, mach mal. Nein, nee, muss ich gibt's. Okay. Was ist hier denn? Mock, ja, hier gibt's Händler der Klingen. Haben wir irgendwas gehalten? Jo, wir haben 31 PvP-Marken, Mock. Ah, hier kann man diesen großen Schlachtenheiltrank kaufen. Ah, okay. Ah, gut zu wissen. Das ist der PvP-Händler quasi. So, mit Astraldiamanten. Astraldiamanten kann man die Punkte noch verteilen, wenn man möchte. Noch irgendwas? Händler oder so? Da hinten sind irgendwie noch mehr Leute. Luskan-Anwerber. Luskan-Kursar. Wir sind ein Weißer, das da war so ein luskanisches Sprichwort. Okay. Elsun-Anwerber. Hab ein paar Wissenssachen entdeckt hier. Mhm. Mock, was ist los? Coop. Hä? Das ist Aufhören, oder? Wieso? Willst du? Willst du nicht mehr? Gut, Alter. Oh mein Java Mocky. Mach nochmal eine Runde PvP. Gucken, ob das für wie das geht. Ja, hab ich gemacht. Hast du angemeldet? Ja. Nee, ich bin nicht in der Warteliste. Ah doch, da. Doch, jetzt. Okay, kurz einen Moment warten. Hab ich doch gefragt. Weiß ich noch nicht, Snoopy. Weiß ich alles noch nicht. Das können wir jetzt noch nicht wissen. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Geht los. Oh, jo. Nochmal eine Runde machen. Wie das so ist. Also Erfahrung gebracht? Ganz schön doll, ich hatte Level Up. Er hat echt ganz schön doll Erfahrung gebracht. Oh, es ist echt 80 Sekunden? Ja. Mhm. Unterwegs einfach K drücken, da sind dann auch die Dungeons drin. Alles klar, danke, das Rocker. Unterwegs kann man einfach auch für PvP sich anmelden, man braucht da gar nicht mit diesen Typen reden. Mit K. So. Grey Vale. Also. Die Quests sind im Moment ziemlich geil gemacht, also ganz interessant alles gemacht. Kampfsystem ist actionorientiert auf jeden Fall. Grafik finde ich sehr cool. Die Landschaften vor allen Dingen sehen geil aus. Und das ist natürlich free to play, ne? Also auf jeden Fall mal aufgebaut. Jo. Wie gesagt, umsonst, ne? Das
Snoopy, ich möchte damit sagen, das garantiert jetzt nicht, dass wir zusammen zocken oder so, ne? Im Moment habe ich halt, zocke ich eigentlich nur mit Mog. Jo. Aber nichts bezahlen, Snoopy. Okay, geht los. Kämpft. Wir gehen wieder zu 1 Mog, ne? Ja. Lauf schnell. Klar, achso. Was ist denn für ein Clan? Ich weiß gar nicht, dass du einen Clan hast. Auf selben Server, ja, das ist natürlich geil. Man kann mein Ulti gar nicht einsetzen können gerade. Ich will das gleich mal einsetzen. Hahaha, die wollen das einnehmen in der Mitte direkt. Your team dominates. Ohne Mitte. Mach mal ein Ulti. Ihr werdet da hingezogen. Ihr werdet sterben. Oh, die haben einen Heiler. Ja, die haben auch geholfen. Ich hab ihn umgehauen. Das ist der Zweihand-Schwertkämpfer. Okay, er ist so ein bisschen eingefroren. Okay, er ist tot. Also. Wir haben auch einen Heiler dabei, Luna. Okay, nice, wir haben 2 Punkte. Eigentlich müssen wir die nur halten. Und hier verteidigen. Mokka, du bist da vorne. Kämpf hier, ja. Ach so, du kämpfst da. Dann musst du auch was sagen. Ich hab die Heilerin getötet. Er ist irgendwie... komischerweise irgendwie unsichtbar geworden. Oh! Er hat so ein ganz wildes Ulti abgefeuert gerade. Oh, da ganz oben schießt einer. Fio! The damage. Da steht einer, sagen wir Man. Er steht einfach rum und macht nichts. Ja, wenn die keine Chance auf den Sieg haben, dann. Dann hören die einfach auf zu kämpfen? Was ist denn blöd? Weiß ich noch, einfach das ist hier schon wieder los, genauso wie eben. Also, dann sehe ich nicht unbedingt den Sinn. Denn ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme das mal. Ach, ein Heil. Ach, Heilung. Wie so eine Rune oder was? Das ist ja cool. Hier nicht einen Punkt. Ja, natürlich haben die nicht einen Punkt. Your team dominates. Ja, und jetzt hören die einfach auf zu kämpfen oder was? Ey, das ist ja lächerlich. Oh, hast du einen gekriegt, mein Freund? Hast du einen in der Schnauze gekriegt hier? Muss ich das Eis? Muss das Eis? Mochst du das? Aldor? Und dann geht er down. Vom Mockermain. Haben dich schon ausspioniert. Ach so, die haben mich also schon ausspioniert. Wo kommst du? Wieder vom Mokkamalen getötet. Okay, wir sind tot. Jetzt müssen wir wieder warten, bis wir einfach gewonnen haben, oder was? Ey, das ist ja assig, ey.
Aber ich weiß, das war bei Warhammer Online am Anfang auch so. Da gab es auch so PvP-Typen, PvP-AFK-Leecher, die ein bisschen assig waren. Und das haben die aber relativ schnell gefixt. Ich hoffe, Cryptid macht das genauso. Das ist ja kacke, ehrlich gesagt. Die haben einmal ein bisschen auf den Mund gekriegt und jetzt warten die einfach an der Base, bis die Runde vorbei ist oder was. Also, das ist ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Ah, stimmt. Gute Idee. Ich hab sie ja wieder ready. Ich glaube, das ist schon. Ich weiß nicht, ob da die Range reicht. Okay, Mox. Ich zieh sie da raus. Sauber. Diesen Socker. Schocker-Brawl. Ja. Danke, gute Idee, Salvo. Ja, ich bin wieder in Heil. Ja, ist er wieder reingegangen, ne? Ist er wieder reingegangen. So auf Karte also gar nicht. Oh Mann. Dragon, das Rocker. Dragon heißt der Server. Bin ein Genie, oder? Ja, Salvo, ja. Das bist du. Kämpft er gegen dich? Ja. Mir gerade ein 540er hinten drücken geschallert, ey. Ach ja. Ja, Southburn, auf jeden Fall, cool. Ja, genau, eigentlich stinkt. Wir haben gleich schon wieder gewonnen. Also ein bisschen Glück. Er kommt wieder. Der Regen kommt von mir bekommen, Alter. Schön dort hat er drauf, schön dort. Gut, ja. Ich hab Swag. Okay, da haben wir gleich schon gewonnen jetzt. Oh, das ist Erfahrung bringt, toll oder so. Ja, bestimmt. Steht das da irgendwo nicht? Boah, fast ein Level ab, Alter. Okay, das ist echt hart, das ist übertrieben. Halbes Level bringt das, Alter. 1000 abgelaufen, okay. Unidentifizierter Gegenstand für Glaubenskleriker. Aha. Okay, ich war Platz 2. Wert 1300. Ich finde, die sollten gar nichts kriegen, wenn die Wert 0 haben. Die haben ja nichts gemacht. Irgendwie. Ja. Mock, du bist Platz 1, ich bin Platz 2. Du hast 25 Punkte mehr nur als ich. Ich bin halt auch einfach besser. Ulti. Okay. Mock, dann lass aber nicht das irgendwie abusen oder so. Das finde ich irgendwie lame. Vor allen Dingen, wenn das so anspruchslos ist, wenn die Leute da einfach gar nichts machen. Komm, lass wieder raus. Ich hau jetzt ab, Alter. Ja? Ja. Ich hab auch schon wieder unglaublich lange gestreamt. Fast 6 Stunden. Ich hatte aber heute keinen Twitch-Disconnect. Weil jetzt habe ich es wahrscheinlich auch beschworen. Okay, was kann man in Level 10 noch machen? Irgendwas von Beten in irgendwelchen Altaren oder sowas habe ich gelesen. Oh, Kube, ich habe hier eine Rüstung. Probe der Genesung. Probe? Dich. Ja. Ist die gut? Ah, RK1, Verteidigung plus 13. Oh, ich bin in Level 10, ich kann hier meine guten Sachen nehmen. Und Lebensentzug plus 51. Hm. Ja, das möchte ich bitte haben. Sicher? Ja, bitte. Und nicht, oder dann vertickst, ne? Ja, nimm das. Warum bist du blöd? Was soll das? Warum willst du mir das überhaupt nicht geben? Wo bist du denn? 138 Kraft. Wo bist du denn? Draußen. Eine schöne neue peinigende Wirkersphäre habe ich angezogen. Was war doch noch Level 10 jetzt, aber da, die Aasfresserprobe. Kritischer Treffer. Habe ich angezogen. Das wäre das erste Mal, dass du mir mal was gibst. Sonst gebe ich dir immer nur was. Warte, nein! Ich will die doch nicht. Aber 51 Lebensentzug? Ich habe im Moment Aasfresserrobe, die macht 51 plus 51 kritischer Treffer. Dann nimm sie halt nicht.
Aber okay, jetzt mal gucken, wo es zum Auktionshaus geht. Ich pack da so ein paar billige Sachen mal rein. Wo man irgendwas bringt. Hier ein Pferd. Da oben ist, glaube ich, nee, Bank. Da, großes Handelszentrum, Hausbude. Da ist das Tamalune Auktionshaus. 17. Lauf ich da einfach mal hin. Das Pferd, was ich finden kann aus der Kiste. Ach so, für das Beat brauche ich jetzt die Quest. Alles klar. 110 nee, ich hab die, Cent kann ich. Ich könnte mich daran erinnern, wenn ich die gemacht hätte. Quest abgeben. Aber was ist mit ihm denn? Er hat irgendwas, der Rick. Kristalle. Tägliche Formel. Ah, okay. Krieg ich sogar 2000 Rohastral-Diamanten. Okay, mache ich dann die Foundry irgendwann mal später. Da drin. Auktionshaus. Was ist hier drin wahrscheinlich, ne? So, das habe ich zwei. Warum habe ich das nicht gekriegt? Astraldiamanten. Hast du gekriegt oder nicht? 2000 Stück sollte ich ja bekommen. Nix gab's da. Doch, die muss ich wahrscheinlich gerade abholen haben. Oh, Alter. Abholen, ne? Mhm. Ich hole da immer ab, Alter. Okay. Meine Auktion. Jetzt sind die Gegenstände hin. Charakter gebunden. Wird beim Anlegen gebunden. So. Mindestgebot 8, Verkaufspreis 9. Mindestgebot 8, Verkaufspreis. 20. Kann ich das nicht ändern? Ach so, ich muss natürlich hier Numlock benutzen. Ist es überhaupt so viel wert? Ist egal. So, drin. Dann habe ich noch. Also das Charakter gewonnen. Eine Gürtel. Mehr brauche ich nicht. Charakter gebunden. Sortieren hier. Charakter gebunden. Der Rest ist nicht identifiziert. Stufe 12. Glaubenskleriker. Gar nicht so bad, glaube ich. Oh, jetzt hier, da kommen die dicken Preise. 2000 könnt ihr das sofort haben. Mindestgebot ist 700. Einstellgebühr 14. Ich habe noch gar nichts, habe ich hier. Was soll das? Kurz 14. Gold und die Seni-Teile, ja. Ich kann das nicht einstellen. Ich kann meine Aber krass. Was ist das? Behandelt Herausforderer Plattenrüstung. Boah, plus 10 RK. Ich glaube, das Ding ist richtig hart. So, was sagst du mir? 8 und 9? Das ist so ein Scherz. 4 Identifizierungsschriftrunden. Habe ich denn? Okay, einmal mehr. Was ist das hier? Plus 79 Kraft durchdringend. Das ist für Level 10. Heiliger Langschwert. Auch eine 10, okay. Hurras! Guten Morgen! Ich komme gleich hin zu sprechen. Ja, geh schlafen, ich komme sofort. Wir müssen mal wach sein. Tschüss. Was willst du hauen? Ich dachte, mit deinen komischen Laufsocken brauchst du mir überhaupt nicht bedrohen. Laufsocken! Ja. 1,5 Millionen Steine. Was geht denn noch? Okay. Alles war dann, kannst du es verkaufen. Ich habe versucht, aber es ist ein bisschen. Na gut, dann hau ich das mal da rein. Ich brauche erstmal ein bisschen eine Grund. Und Grundbisschen Astralien machen. Ah, okay. Also, das hier. So. Mindestgebot 0. Auspreis 0, ja. 200, 400, 2, 70, 1, 60, 1, 50, 1, 50, 1, 1, 60. Du kostest immer 1! Ich hab nicht mal 1!
Da, Verkaufspreis 20 oder was? Das ist so ein Scherz. Was, wenn ich 0 mache, ist das dann umsonst oder was? Oder wird das dann nach einem Tag... Oder wird das einfach nur nach einem Tag Maximalgebot oder was? Was passiert da, Jungs, wenn ich hier 0 mache? Weißt du, das ist umsonst? Kann jeder das nicht abgreifen oder was? Oh, das ist ja scheiße. Oder wird es einfach Maximalgebot? Was jetzt? Das Rocker. Was sagst du? Na? Moin? Ja. Was machst du? Schreiben. Ach so, okay, Startgebot und Verkaufspreis auch 0, ne? Dann bekommt das Höchstbieten. Na, okay, dann mache ich das hier. Aber ich kann nicht einstellen. Wenn ich Mindestgebot 1 mache. Ah, okay. 1, okay. So. Habe ich einstellen gemacht. Aber es ist nicht da. Oder leckt gerade. Hat offensichtlich gerade geleckt. Genau. So, mache ich das hier genauso. Eins. Ich rede gerade über Pfingsten. Oh nein, das ist 5 Tage gewesen. Das wollte ich gar nicht. Weil das ist ja Pfingsten, guck. Geht's wieder los. Weiß ich. Dann drehen die Bekener ihre Runde. Dieses Jahr haben wir 11 Gießer, Alter. Weißt du, was das bedeutet? Wir werden erbrochen gesehen. Wir werden Moin. Aber... Wer ist denn da gekommen? Erstes bricht. Wer ist denn da jetzt gerade reingekommen? Hallo. Moin, Kuppi, ich bin's, Adio. Ach, hi. Ich weiß, du streamst gerade. Ich will dich schnell auf einen Fehler hinweisen. Was für ein Fehler? Mindestgebot bedeutet, wie viel du, was das Startgebot ist, ab, ja, wann, ab welchem Wert es losgeht. Verkaufspreis ist das, was du bezahlen müssen, um es sofort zu bekommen, aha, statt an der Auktion teilzunehmen. Dauer, wie lange es im Auktionshaus bleiben soll. Aha. Und die Eingestellgebühr ist der Preis, den du zahlen musst. Das weiß ich doch alles. Mit der Auktion. Wieso machst du jetzt dann für 1 rein? 1 Mindestgebot. Und jetzt steht ja auch bei aktuelles Gebot. Starting Bid und Buyout ist hier gar nicht mehr aufgeführt, weil ich auf 0 gemacht habe Verkaufspreis. Also dann kriegt das immer der Höchstbietende. Ja. Jetzt stell dir vor, es bietet keiner mit und ja, dann krieg ich halt wieder. Gebot, noch kriegst nur 1. Dann kriegst du halt wieder, das ist ja so. Egal. Nee, wenn einer geboten hat mit 1, ja, dann kriegt das für 1, dann freut er sich nicht. Ja, richtig. Dann kann er sich freuen, weil ich finde eh, dass es Müll. Achso, okay. Southbit, ich komme aus der Nähe von Bremen. Oldenburg. Mal tödliche Kettenrüstung auch mal rein hier. Da ist Mindestgebot 20. Kupi, hast du Lust mit mir, weiß ich noch nicht wann. Sons of... Nee, wie heißt das? Moment. Guns of Icarus Online zu spielen. Können wir mal gucken. Ich hatte auch ein Video von gesehen. Das sieht ganz nice aus. Ich habe 4 Keys dafür. Einen habe ich davon schon verlost. Einen habe ich. 2 sind noch übrig, wenn du einen haben magst. Oh, dann müssen wir alle zusammen auf ein Schiff oder was, ne? Genau, alle zusammen auf ein Schiff und dann machen wir mal richtig Koop-Randale. Ja, was ist das denn für ein Spiel? Ganz auf Icarus, Ganz auf Icarus musst du dir vorstellen, das ist ein Koop Steampunk-Flugschiff. Ja, ja, aber... Simulator. Genau. Das ist aber ziemlich also cool du, gemacht. Also richtig cool, du spielst halt, das ist so Steampunk-mäßig, hast ein Luftschiff. Ja. Und stellst eine Crew zusammen aus Teammitgliedern, aus Spielern halt. Und einer übernimmt dann die Rolle des Captains, der das Teil steuert. Dann wiederum hast du welche, die Kanonen reparieren an dem Schiff und welche, die Kanonen befeuern. Und du musst das so vorstellen, dieses Schiff, was du hast, fungiert wie eine Plattform. Also du rennst auf dem Schiff, auf den Stegen rum und rennst an die Kanonen und versuchst dann halt, zum Beispiel, wenn der Captain ruft, hier Backbord, da ist einer, und dann müssen alle auf die Backbordseite rennen an die Kanonen und versuchen halt dieses Teil zu beschießen. Das ist geil, Alter. Richtig geil gemacht. Ja, hab mir Review zu angeguckt und hab mir direkt mal 4 Keys gekauft, einen schon rausverlost und wie gesagt, 2 habe ich noch übrig. Kuppi, wenn du mitmachen würdest, würdest du mich freuen. Ja, können wir machen. Wann denn? Oh, ja, weiß ich noch. Ich weiß noch nicht genau wann. Theoretisch
wann du Zeit hast. Okay, und heute der Rest natürlich auch. Wird schwierig. Moment. Heute schwierig, ja. Heute habe ich eh keine. Ich habe mir heute auch einen Fernseher gekauft, einen neuen. Oh, komm mal, hey. Machen, ne? Oh. Ja. Was hast du denn für ein Geschoss geholt? Ein 40 Zoll von Grundig mit 3D. Bam. Toll, kann man überhaupt drüber kennen? Ich hab keine Australier, Mann. Hier unten würde ich ja sehen. YouTube. Ich hätte. Ich hab keine. Nein, nicht YouPorn. Wieso willst du auf die Seite gehen? So, wie heißt das Spiel? Ganz auf Icarus. Ganz auf Icarus. Genau. I-C-A-R-U-S. Genau, mit C. Genau. Let's play ganz auf Icarus. Scheiße, die Grafik schon. So, ich werde mal. Du musst das, musst mal das Review von Angry Joe gucken, das ist richtig. Ja, cool. Ja, habe ich auch, das habe ich auch gesehen. Habe ich mir sogar runtergeladen, HD, und habe das auf dem Fernseher geguckt. So! Wie heißt das? Ich sag mal eben, Jungs und Mädels. Warte, ich schick dir den Link, okay? Ich bin, ja, okay. Ich bin gleich wieder da, ich mute euch mal ganz kurz, bis gleich. So, Jungs und Mädels, hat mir heute sehr viel Spaß bereitet, Dark Souls und auf jeden Fall auch Neverwinter. Das werde ich, ich denke mal, die ein oder andere Mal noch öfter mal streamen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Übertreibt's nicht, was ihr auch treiben mögt. Und Fear, the Abschlusssong. Ain't nobody get time for that. Ain't nobody get time for that. Bis dann, schönen Abend. Ciao. Ain't nobody get time for that. 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 Ain't nobody get time. Ain't nobody get time. Ain't nobody get time for that. Ain't nobody get time for that. Somebody was barbecuing. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out, I didn't grab no shoes or nothing, Jesus. I'm ready for my life. Ain't nobody got time for that. Ich weiß noch nicht genau wann, wahrscheinlich früh im Nachmittag. Also, bis dann, Jungs. Ciao.